Unsere Geschichte spielt in dem kleinen Städtchen Schmuddelfing. Als die Olchis vor 25 Jahren zum ersten Mal hier auftauchten, hatten viele Schmuddelfinger ein Problem mit den kleinen Stinkerlingen. Nicht nur ihr Aussehen war gewöhnungsbedürftig, sie müffelten auch entsetzlich. Man beobachtete stirnrunzelnd, wie sie sich auf dem Müllberg häuslich einrichteten und dort ihre Höhle bauten. Trotzdem duldete man die kleinen Grünlinge. Denn sie lebten friedlich in ihrer Großfamilie auf dem Müllberg, waren freundlich und im Grunde äußerst liebenswerte Geschöpfe. Irgendwann war die Olchi-Familie zu einer richtigen Touristenattraktion geworden. Der schlaue Bürgermeister erkannte, wie wichtig die Olchis für den Fremdenverkehr waren und machte sie zu Ehrenbürgern. Sie waren ja auch wirklich etwas ganz Besonderes. Sie vertilgten Dosenblech und alte Flaschen und aßen gebratene Schuhsohlen wie Wiener Schnitzel. Sie zogen rostige Nägel mit bloßen Fingern aus alten Brettern und kauten sie wie Gummibärchen. Erstaunlicherweise bekamen sie davon niemals Bauchweh. Nur vor frischen Sachen mussten sie sich in Acht nehmen, denn davon bekamen sie jedes Mal unangenehme bunte Flecken. Die Olchis kannten keinen Stress und keine Hektik. Und um die Uhrzeit kümmerten sie sich überhaupt nicht. Sie mussten ja nie zur Arbeit gehen und die Olchi-Kinder mussten nicht die Schulbank drücken. Feiern aber, das taten die Olchis gern. Olchi-Oma feierte ihren Geburtstag, wann immer sie Lust dazu hatte. Und manchmal sogar dreimal in der Woche. Und einmal stand den Schmuddelfingern ein ganz besonderes Ereignis bevor. Die 700-Jahr-Feier. Denn vor genau 700 Jahren hatte der Ritter Hieronymus Schmuddel den kleinen Ort am See gegründet. Und jetzt freuten sich alle auf ein richtig schönes Fest. Gleichzeitig stand noch eine andere Veranstaltung ins Haus. Der große Wettbewerb um den Titel Schönster Ort am See. Auf der anderen Seeseite gab es nämlich noch ein zweites Städtchen und das hieß Glanzhausen. Mit den Glanzhausenern lag man alle 5 Jahre im Wettstreit um den saubersten, beliebtesten und attraktivsten Ort. Dummerweise hatte Glanzhausen das letzte Mal den Preis gewonnen und nun war es für die Schmuddelfinger eine Frage der Ehre, dieses Mal die Besseren zu sein. Aber noch hatte man ein paar Tage Zeit bis zum großen Ereignis. Und genau hier beginnt unsere Geschichte. Alle Ehrenbürger von Schmuddelfing hatten eine Einladung in das Romantikhotel am See bekommen. So auch die Olchis. Lies vor, Herr Postbote. Also. Der Bürgermeister von Schmuddelfing und seine Frau haben das Vergnügen, Sie als Schmuddelfinger Ehrenbürger bis zur großen 700-Jahr-Feier in das Romantikhotel einladen zu dürfen. Besuchen Sie unseren erstklassigen Wellnessbereich, in dem Entspannung und Körperpflege großgeschrieben werden. Bereiten Sie sich in ruhiger Atmosphäre auf die große Schmuddelfinger 700-Jahr-Feier vor. In dem Umschlag lag auch das Programm der Feier. Und die Olchis staunten über die geplanten Attraktionen. Vor allem über das große Feuerwerk und die Wahl zur Miss Schmuddelfing. Sogar ein farbiger Prospekt des Hotels lag dabei. Ich frage mich, warum wir eine Einladung bekommen. Wundert mich auch. Ich habe jedenfalls keine Lust. Überhaupt keine, um genau zu sein. Muffelige Furzwanze, was sollen wir denn in so einer parfümisierten Herberge? Das ist nichts für uns. Oh, beim Läuserich, das ist doch krötig. Ich gehe dahin. So ein kleiner Urlaub wird mir bestimmt gut tun. Ach was, sowas tut einem Olchi nicht gut. Doch. Uns tut das bestimmt auch gut. Wir brauchen dringend ein bisschen Abwechslung. Abwechslung und Entspannung. Uns ist nämlich total furzlangweilig. Wie bitte? Hör ich recht? Wenn euch langweilig ist, dann verschmutzt die Höhle oder Feuerstuhl. Der sieht sowieso schon wieder schrecklich sauber aus.
Immer nur verschmutzen ist auch furzlangweilig. Genau. Aber Kinderchen, ihr habt doch hier alles, was ihr braucht. Fliegen, Schnecken, Kröten und Ratten zum Spielen. Und sicher regnet es bald. Dann könnt ihr wieder Pfützen hüpfen. Was wollt ihr denn in so einem unkrötig sauberen Hotel? Trotzdem, wir gehen mit euch, die Mama. Das wird bestimmt lustig. Ich freue mich schimmlich, wenn ihr mitkommt. Wir werden es uns so richtig gut gehen lassen. Beim Gräterich. Wer wird dann in der Zwischenzeit hier das Essen kochen? So gut wie Olchi Mama kocht sonst keiner. Das will ich nicht gehört haben, du windiger Frischluftbeutel. Doch, nenn mich nie wieder in einem Satz mit Frischluft. Beim ranzigen Schlammlappen, ihr werdet schon mal ein paar Tage ohne mich zurechtkommen. Ich habe mich entschieden und gehe auf jeden Fall. Ich brauche dringend ein paar Tage Erholung und Entspannung. Doch, erholen und entspannen kannst du dich auch hier. Mir gefällt das gar nicht. Ein Olchi muss wissen, wo er hingehört. Und ganz sicher gehört er in kein Hotel. Aber ein Olchi darf machen, was er will. Und wann er es will und so lange er will. Und jetzt wollen wir in die romantische Oase. Beim Läusefurz. Dann macht doch, was ihr wollt. Kurz darauf zwängte sich Olchi Mama in ein neues Kleid, das sie aus blauen Mülltüten geschneidert hatte. Es war ein bisschen zu eng. Stand ihr aber ausgezeichnet. Beim Muffelfurz kann mir mal jemand helfen. Halt still und zieh die Luft ein. So, jetzt passt es. Na, wie findet ihr mich? Kann ich mich so sehen lassen in einem Hotel? Da, so kannst du glatt zur Wahl der Miss Schmuddelfink gehen. Miss Schmuddelfink? Was ist das denn nun schon wieder für ein Unsinn? Davon stand doch auch in dem Brief. Bei der Mischwahl kann man einen Preis gewinnen. Und überhaupt, du alter Stinkstiefel, könntest der Mama ruhig mal ein Kompliment machen. Sie will eben hübsch aussehen. Olchi Mama freute sich besonders auf den Wellnessbereich, wo man sich anscheinend so richtig erholen konnte. Angeblich gab es dort sogar Schlammbäder. Und sie war sehr gespannt darauf, ob sie so toll waren wie die Schlammpfützen auf dem Müllberg. Ich werde es mir richtig gut gehen lassen. Endlich mal ein paar Tage ohne Kocherei und Babygeschrei. Auch die beiden Olchi-Kinder waren sehr neugierig auf das Hotel. Es gibt dort einen Spielplatz, eine Sauna, einen Ponyreitplatz, einen Golfclub und ein Streichelzoo mit 10 Mufflons. Die will ich sehen. Ich auch. Das Wort klingt so schön muffelig. Ewald, der Bürgermeister und seine Frau Elisabeth machten einen kleinen Abendspaziergang an der Uferpromenade. Nur einen Steinwurf entfernt lag das schmucke Wellness-Hotel. Elisabeth hatte es an ihrem 50. Geburtstag eröffnet und leitete es seitdem mit großer Leidenschaft. Schön sieht es aus, wenn alles beleuchtet ist, findest du nicht? Ja, wirklich. Du kannst stolz darauf sein. Gut, dass du meinem Rat gefolgt bist und alle unsere Ehrenbürger eingeladen hast. Man muss manchmal großzügig sein. Sowas kommt gut an. Sicher. Nur diese Olchis machen mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Ich hoffe, es war kein Fehler, auch sie einzuladen. Sie passen nun wirklich gar nicht zu den anderen Gästen. Darüber will ich nicht wieder diskutieren. Du weißt, wie wichtig sie für den Fremdenverkehr sind. Aber warte erst mal ab, ob sie überhaupt kommen. Ja, hoffen wir das Beste. Du hast eine Menge zu tun. Die Ehrenbürger im Hotel, der Wettbewerb mit Glanzhausen und gleichzeitig unsere 700-Jahr-Feier. Kommst du denn mit allem klar? Wird schon schief gehen. Elisabeth hatte es sich nicht nehmen lassen, die Festleitung zu übernehmen und hatte das Hotel als Hauptquartier für das Organisationskomitee zur Verfügung gestellt. Dort trafen sich jetzt jeden Tag die Schmuddelfinger, die die Festlichkeiten planten. Unter dem Motto Schmuddelfing leuchtet, sollte es eine großartige Feier werden. Es würde ein Straßenfest geben mit viel Musik, jeder Menge Buden, einem Karussell, einer Tombola, der Wahl zur Miss Schmuddelfing und einem großartigen Feuerwerk.
Sicher würde man auch den Preis für den schönsten Ort entgegennehmen können, überreicht von den Gammelsberger Preisrichtern. Gammelsberg war der größere Nachbarort. Dieses Mal werden wir es den Ganshausenern schon zeigen. Schauen wir mal. Ewald und Elisabeth schauten versonnen auf den See, in dem sich das Mondlicht romantisch spiegelte. Drei Segelboote lagen verteut am Ufer und drüben am Steg wippten ein paar frisch gestrichene Ruderboote, die ebenfalls zu Elisabeths Hotel gehörten. Wird schon klappen. Schließlich haben wir diesmal eine echte Sensation parat. Neben dem Steg sah man eine eigenartige Röhre aus Plexiglas. Vorne war sie mit einer gläsernen Tür verschlossen und so groß, dass ein ausgewachsener Mann gut darin stehen konnte. In einer leichten Biegung wand sie sich etwa 20 Meter weit in den See hinein und mündete am Ende in ein viereckiges Gehäuse, das anscheinend in die Tiefen des Sees hinunterführte. Sieht ziemlich futuristisch aus. Fast wie ein Kunstwerk, findest du nicht? Ja, hat auch eine Stange Geld gekostet. Es wird die Jury sicher beeindrucken. Dieser Professor Brausewein ist wirklich genial. Was hätte ich ohne ihn gemacht? Er hat immer die besten Ideen. Schade, dass er drüben in Gammelsberg wohnt. Hier bei uns würde ich ihn sofort zum Ehrenbürger machen. Oh, ja. Schmuddelfing sieht schon ganz gut aus, oder? Hab ein paar Fassaden streichen lassen und die meisten Bäume und Büsche sind auch schon gestutzt. Nur ein paar der Gärten müssen wir noch auf Vordermann bringen lassen. Hier und da muss Gras gemäht werden. Und natürlich kommt vor alle Fenster Blumenschmuck. Am besten Geranien. Wir müssen auch unbedingt darauf achten, dass alle Straßen blitzsauber sind. Und wir dürfen nicht vergessen, die Fahnen vor dem Rathaus zu hissen. Natürlich. Ach, ich bin froh, wenn alles vorbei ist. Dann können wir endlich ein paar Tage Urlaub machen. Aber die Arbeit lohnt sich. Ja. Schließlich geht es diesmal um ein hohes Preisgeld. Unsere Gemeindekasse hat es nötig. Also auf zum Endspurt. Es bleibt nicht mehr viel Zeit und wir haben noch viel zu tun. Ja. Professor Bruno Brausewein, der geniale Erfinder, hatte gerade ein paar große Kisten im Bootshaus am Schmuddelfinger See verstaut. Eigentlich wollte er danach im Romantikhotel das Zimmer beziehen, das bis zum großen Fest für ihn reserviert war. Aber da fiel ihm ein, dass er in seinem Labor in Gammelsberg etwas Wichtiges vergessen hatte. Ein kleines Fernsteuergerät, das er unbedingt benötigte. Er musste wohl oder übel noch einmal zurückfahren. Ich werde auch immer schusseliger. Kein Wunder, bei der vielen Arbeit. Was er für die Frau Bürgermeister am See gebaut hatte, war ein richtiges Großprojekt gewesen. Monatelang hatte es ihn beschäftigt. Aber zum Glück war alles rechtzeitig fertig geworden. Professor Brausewein parkte am Gammelsberger Bahnhof und lief hinüber zu dem ausrangierten Eisenbahnwaggon, in dem er sein Labor eingerichtet hatte. Die Fernsteuerung fand er auf dem Arbeitstisch neben dem Mikroskop. Er nahm die Brille ab und rieb sich die Augen. Irgendwie fühlte er sich heute sonderbar schlapp. Ist ja auch kein Wunder. Hab seit Tagen nichts Richtiges im Magen. Die könnte ja... Ist da der Pizzaservice? Gut. Einmal die Nummer 5 mit extra scharfer Salami und viel Knoblauch. Und wenn möglich, bitte schnell. Flott wie immer. Professor Brausewein gab ein ungewöhnlich dickes Trinkgeld. Junger Mann, das haben Sie sich verdient. So was konnte er sich jetzt leisten, denn bei der Bürgermeisterin hatte er gut verdient. Er setzte sich an seinen kleinen Tisch und zog die Pizza aus der Schachtel. Oh je, was für ein öliger Teigfladen. Schon wieder der Pizzamann? Professor Brausewein wischte sich den Mund ab und stand auf, um zu öffnen. Doch es war nicht der Pizzamann. Es war jemand, mit dem er nie im Leben gerechnet hätte. Die Frau Bürgermeister hatte ihr Hotelpersonal vorgewarnt, dass diese Olchis vielleicht etwas schwierige Gäste sein könnten
und ihnen besonders die olchigen Essgewohnheiten erklärt. Herzlich willkommen in der Schmuddelfinger-Oase. Schön, dass Sie gekommen sind. Sind Sie nur zu dritt? Wir dachten, es kommen 7 Olchis zu uns. Beim Muffelwind. Die anderen hatten keine Lust. Aber wir schon. Wo sind denn die Mufflons? Die sind im Gehege hinter dem Haus. Die könnt ihr euch gleich ansehen. Aber erstmal wollt ihr doch sicher in euer Zimmer. Oh, eine krötige Idee, sehr verehrte Frau Hotelchefin. Oh, ich bin hier nur angestellt. Unsere Chefin ist die Frau Bürgermeister. Aber das macht doch nichts. Ups. Nun, zu Ihrem Zimmer. Wir haben da etwas Spezielles für Sie vorbereitet. Ich hoffe, dass es Ihnen gefällt. Wenn Sie mir bitte nach draußen folgen wollen. Elisabeth hatte an alles gedacht. Sie wollte die Olchis nicht in einem der pieksauberen Gästezimmer einquartieren. Und deshalb hatte sie hinter dem Gebäude das Mülltonnenhäuschen vorbereitet. Man hatte es extra leer geräumt, die Tonnen nach draußen gerollt und eine alte Matratze hineingelegt. Sehr krötig. Haben Sie Gepäck? Ich lasse es dann hereinholen. Nur die Tüte hier. Also mein Kleid. Warten Sie. Schauen Sie mal, verehrte Frau Hotelchefin. Kann ich das bei der Wahl zum Miss Schmuddelfing anziehen? Es steht mir sehr gut. Wollen Sie es vielleicht auch mal anprobieren? Nein, danke. Aber es ist wirklich sehr hübsch. Ich bin sicher, Sie werden damit bei der Misswahl gut abschneiden. Oh, danke schön. Und jetzt kann ich Ihnen einen kleinen Imbiss aufs Zimmer schicken, wenn Sie möchten. Oh, das hört sich gut an. Wo sind denn jetzt die Mufflons? Kommt mal mit. Ja, geht nur. Die Empfangsdame brachte die Olchi-Kinder zum Gehege auf der nahegelegenen Wiese. Die Olchis staunten. Eine ganze Herde brauner Mufflons tummelte sich da. Die riechen aber nur ein ganz kleines bisschen muffelig. Die Olchi-Kinder kletterten über den Zaun, streichelten den Tieren das struppige braune Fell und drückten fest ihre Knubbelnasen hinein. Einige der Mufflons hatten mächtige, gebogene Hörner und die Olchi-Kinder schwangen sich an ihnen hoch und machten einen Handstand. Olchi-Mama machte es immer froh, wenn sie ihre Kinder so schön spielen sah. Zufrieden ging sie zurück zum Müllhäuschen und machte es sich auf der Matratze bequem. Schließlich war sie zur Entspannung hier und damit wollte sie jetzt anfangen. Einmal Imbiss Spezial. Bitte sehr. Allergrätigsten Dank, verehrter Herr Meisterkellner. Wünsche guten Appetit. Als Olchi-Mama neugierig die elegante Silberhaube lüpfte, fand sie darunter 2 leere Thunfischdosen, einen Joghurtbecher und eine klein geschnittene Bananenschale. Darüber war eine Prise Sägemehl gestreut. Sieht doch nett aus. Oh, womit soll ich denn mal anfangen? Am besten mit der Silberhaube. Nicht schlecht, aber ein bisschen trocken vielleicht. Jetzt noch der Teller. So, der Rest ist aber für die Kinder. Die Kinder waren noch mit den Mufflons beschäftigt. Und so ging Olchi-Mama allein in den Wellnessbereich. Es war wirklich ein sehr schickes Hotel. Und man sah sofort, dass die Frau Bürgermeister einen exklusiven Geschmack hatte. Im Eingangsbereich standen 2 goldene Palmen. Ein meeresgrün gemusterter Teppichboden dämpfte die Schritte und gemütliche Sessel mit Leopardenbezug machten sich gut neben den kleinen Tischchen aus farbigem Glas. An den Wänden hingen neben glänzenden Messinglampen große Fotos vom Schmuddelfinger See. Alles in Ordnung bei Ihnen? Oh, verehrteste, wo sind denn hier die krötigen Schlammbäder? Der Saunabereich ist im Untergeschoss. Sie können gern den Lift nehmen. Die Frau Olchi. Sind Sie gut angekommen? Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Oh, alles grätigst. Ich suche jetzt das Schlammbad, will mich nämlich entspannen. Wunderbar. Gleich um 15 Uhr ist auch der Kräuteraufguss in der Blocksauna.
Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl bei uns. Ach, Sie haben nicht zufällig Professor Brausewein irgendwo gesehen? Brausewein? Den genialen Erfinder? Nein, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ist der denn auch hier? Ja, wir hatten heute einen Termin. Ich brauche ihn dringend für die Festvorbereitungen. Naja, er wird schon noch auftauchen. Ach, du heiliger Müllsack. Erschrocken bemerkte Olchi-Mama den strengen Geruch nach frischen Kräutern. Einen Moment lang überlegte sie, ob sie nicht besser wieder umkehren sollte. Doch die junge Frau im weißen Kittel hinter dem Empfangspult hatte sie bereits entdeckt. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Karin. Wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich bitte an mich. Um 15 Uhr ist Kräuteraufguss in der Blocksauna. Das weiß ich schon. Oder möchten Sie eines unserer Wohlfühlpakete? Wie? Was für Pakete sind das denn? Olchi-Mama wusste nur, dass Pakete am besten schmeckten, wenn sie eine Weile in Regenwasser eingeweicht waren. Na, vielleicht unsere Genussgipfelmassage mit hochwertigen Aromaölen? Das ist eine beliebte Anti-Stress-Massage. Ich weiß nicht. Ich will mich nur ein bisschen entspannen. Dann vielleicht Peeling, Augenpflege, ayurvedische Kopfmassage? Ein Harmonisierungsritual für neue Energie? Beim Käserich. Eigentlich wollte ich ins Schlammbad. Wissen Sie, wo das ist? Natürlich. Eine gute Entscheidung. Unsere hochwertigen Heilschlämme stecken voller Mineralien, Vitaminen und Spurenelementen. Sie wirken durchblutungsfördernd und schmerzlindernd. Oh, Muffelfurzteufel, das habe ich nicht gewusst. Das muss ich unbedingt zu Hause den anderen erzählen. Olchi-Mama nahm sich zwei Handtücher, versuchte möglichst wenig zu atmen und ließ sich von Karin den Saunabereich zeigen. Ein paar Leute in Bademänteln kühlten ihre Füße in kleinen Wasserbecken. Und ein dicker, schwitzender Mann trat splitternackt aus einem der Saunahäuschen und schlurfte hinüber zu den Duschen. Karin zeigte Olchi-Mama die Umkleiden, das Dampfbad, die Massageräume und den Raum für die Schlammpackungen. Warum ist es bloß so sauber hier? Olchi-Mama war dennoch sehr beeindruckt von so viel Entspannungsmöglichkeiten. Sie war jetzt fest entschlossen, hier zu bleiben und sich so kräftig wie möglich zu erholen. Die saubere Atmosphäre und den schrecklichen Geruch musste sie wohl oder übel in Kauf nehmen. Unser spezielles Dampfprogramm wirkt mit den angenehmen Düften harmonisierend auf Körper, Geist und Seele. Sie meinen, der Gestank hat auch sein Gutes? Wenn Sie möchten, haben wir auch Angebote in unserer Fitnessgalerie. Um 16 Uhr wäre dort Gymnastik mit der Hartschaumrolle. Hartschaumrolle? Klang zwar appetitlich, doch Olchi-Mama ahnte, dass das anders gemeint war. Und sicher nichts zu essen war. Hier ist alles abgestimmt auf den momentanen Vitalitätsstatus des Körpers. Auf Grundlage basischer Öle mit alpinen Kräutern in spagirischer Verarbeitung. Hab gar nicht gewusst, dass Entspannung so kompliziert sein kann. Aber ein paar Minuten später war alles wieder krötig. Olchi-Mama saß allein auf einer angewärmten Marmorbank und war von Kopf bis Fuß mit klebrigem, braunem Heilschlamm eingerieben. Jetzt fühlte sie sich stinkewohl. Sogar an den Kräutergestank begann sie sich langsam zu gewöhnen und überlegte, ob sie nicht doch noch die Genussgipfelmassage ausprobieren sollte. Guten Morgen, die Herrschaften. Dreimal Frühstück Spezial. Oh, was für eine Freude, sehr verehrter Herr Meisterkellner. Oh, wir werden bestimmt sehr gut satt. Zur Not können wir ja noch was aus den Mülltonnen essen. Ich wünsche guten Appetit. Ein sehr höflicher Mensch, findet ihr nicht? Seit wann magst du es denn, wenn man so scheußlich höflich ist beim Läusefurz? Ist auch mal was anderes. In so einem Hotel muss man stinkehöflich sein.
Das ist doch lustig. Das Frühstück bestand aus fein zerstoßenen Eierschalen, 3 Stück gebrauchten Teebeuteln und ein paar langen Vogelfedern, die nebeneinander in 3 leeren Kaviardosen standen. Alles war hübsch angerichtet auf einem Häufchen gehacktem Filz. Sehr übersichtlich. Nun ja, aber doch sehr liebevoll hingelegt, oder? Wieso gibt's heute schon wieder Dosen? Das sind aber sehr feine Dosen. Solche haben wir zu Hause nicht. Olchi Mama mochte es gar nicht, wenn die Kinder am Essen herummäkelten. Sie nahm eine der Kaviardosen und biss ein kleines Stück heraus. In 0, nichts war das Frühstück verputzt. Und jetzt will ich ein kleines Vormittagsschläfchen wagen. Weckt mich nur, wenn es unbedingt nötig ist. Ja, ja, das kennen wir schon. Du willst dich wieder entspannen. So ist es. Bin ja schließlich zu meinem Vergnügen hier. Die Olchi-Kinder beschlossen, einen kleinen Rundgang zu machen. Sie wunderten sich, wie entsetzlich sauber und ordentlich hier alles war. Deshalb gingen sie auch gleich schnurstracks rüber zum Kinderspielplatz. Hallo! Plötzlich stand Vicky hinter den Olchi-Kindern. Sie hatte immer noch ihre langen, rötlichen Lockenhaare. Und um die Nase herum sah man ein paar Sommersprossen. Ich bin wieder da. Ich hab euch gesucht. Krötig, hast du Ferien? Ich bleibe bis zum großen Fest und sogar noch eine Woche länger. Natürlich wohnte Vicky wie immer im Schloss ihrer Tante, der Gräfin Crescentia von Wurm und Backschisch. Oberkultig. Die Olchi-Kinder freuten sich, denn mit Vicky war es nie langweilig. Woher hast du gewusst, dass wir hier im Hotel sind? Meine Tante und die Frau Bürgermeister sind doch befreundet. Tante Crescentia wusste, dass ihr eine Einladung ins Hotel habt. Deshalb bin ich hergekommen. Hört mal zu. Die Bürgermeisterin hat eine Überraschung parat. Noch ist alles ganz schrecklich geheim. Nur euch verrate ich es. Aber ihr dürft es nicht weitererzählen. Das müsst ihr mir schwören. Schwören? Wie geht das denn? Wenn du schwörst, dass du etwas nicht machst und es dann aber doch machst, dann fallen dir alle Haare aus. Und deine Knubbelnase wird auf der Stelle ganz spitz. Spitz? Ach, du grüner Wanzenfurz. Ihr schwört es also? Na klar, wir schwören. Habt ihr drüben am Steg die dicke Glasröhre gesehen? Darin geht es hinunter bis auf den Grund des Sees. Muffelfurz, Teufel. Warum das denn? Weil sie da unten etwas Geheimes gebaut haben. Nun erzählt schon, was ist es denn? Das hat mir meine Tante nicht gesagt. Ich habe nur gehört, dass Brausewein es gebaut hat, der berühmte Erfinder. Am Samstag ist doch der Wettbewerb mit Glanzhausen. Und der Bürgermeister und seine Frau wollen mit dieser Sensation im See die Jury überzeugen. Tante Crescentia hat der Frau Bürgermeister viel Geld für die Sache geliehen. Sie ist sich sicher, dass Schmuddelfing diesmal gewinnen wird. Mir doch furzegal, wer da gewinnt. Wir finden Schmuddelfing sowieso nicht so besonders. Alles viel zu ordentlich hier. Nur unser Müllberg gefällt uns. Schon klar. Aber wisst ihr, was ich noch gehört habe? Es gibt auch 4 nagelneue Mini-U-Boote. Wieso denn U-Boote? Sie sind im alten Bootshaus, werden aber erst zum Fest rausgeholt. Ich bin gespannt, ob sich Tante Crescentia traut, sich in so eines reinzusetzen. Wir trauen uns in so ein U-Boot. Wir trauen uns sogar schon heute Nacht. Wieso heute Nacht? Warum denn nicht? Wir tauchen mit so einem U-Boot in den See hinunter und gucken uns alles an. Vielleicht hast du ja geschwindelt und da ist gar nichts. Vielleicht hast du dir das alles nur ausgedacht. Unser Opa schummelt nämlich auch immer. Quatsch, ich schummle nicht. Aber wenn ihr unbedingt wollt, machen wir heute Nacht eine U-Boot-Tour. Wir treffen uns um 3 Uhr und schleichen uns ins Bootshaus. Um diese Zeit schlafen alle, das wird gar keiner merken. Ich werde mir den Wecker stellen und bestimmt ganz pünktlich hier sein. Wir haben aber keinen Wecker. Vielleicht sind wir nicht so pünktlich wie du. Wir müssen eigentlich nie pünktlich sein, weißt du? Pünktlichkeit ist für uns fast so schlimm wie Parfüm. Dann hole ich euch eben ab. Ich rüttel euch schon wach. Ihr müsst mir aber noch euer Zimmer zeigen, sonst finde ich euch nicht. Die Olchi-Kinder führten Vicky hinüber zum Tonnenhäuschen, in dem Olchi-Mama schon wieder selig schlummerte. Ach du meine Güte, hier wohnt ihr? Ja, vorübergehend. Ja, doch. Nein, wirklich sehr gemütlich.
Oh, ich glaube, ich muss los. Meine Tante wartet mit dem Mittagessen und da muss ich unbedingt pünktlich sein. Schon wieder pünktlich beim Hühnerich. Wir müssen nie pünktlich sein. Ja, zum Glück sind wir Olchis. Hallo, Vicky. Schön, dass du auch mal wieder hier bist. Sag mal, hast du zufällig Professor Brausewein irgendwo gesehen? Nein, leider nicht. Warum denn? Ich muss dringend etwas mit ihm besprechen. Kann ihn aber schon ewig nicht erreichen. Geht es um die Überraschung im See? Psst, großes Geheimnis. Kurz nach 3 Uhr nachts schlichen 3 kleine Gestalten die Seepromenade entlang. Die eine schob ein Fahrrad neben sich her, die beiden anderen hatten Fischgräten im Mund. Kein Mensch war sonst zu sehen, auch kein Auto fuhr um diese Zeit die schmale Uferstraße entlang. Es war eine angenehme Sommernacht und sogar der Mond gab sich die größte Mühe und zauberte ein glänzendes Spiegelbild perfekt in die Mitte des Sees. Doch die 3 Gestalten interessierte das alles nicht. Sie waren jetzt am alten Bootshaus angelangt. Eine von ihnen nahm das Vorhängeschloss und biss es mit den Zähnen durch. Das ging so leicht, als wäre das Eisenschloss nur eine Butterbrezel. Dann verschwanden alle 3 im Bootshaus. Schon wenig später tauchte ein kleines rotes U-Boot mit einer gläsernen Kuppel als Verdeck aus dem See auf. Ah, es ist viel zu dunkel, ich kann nichts sehen. Los, mach mal den Scheinwerfer an. Das funktioniert ja. Wieso kennt ihr euch so gut aus? Ist doch alles klar wie Matschbrühe. Ist es nicht der eine Knopf, dann ist es eben der andere. Der Schmuddelfinger See war klar und dank des kräftigen Scheinwerfers hatten sie gute Sicht. Das kleine U-Boot bewegte sich langsam vorwärts. Es dauerte eine Weile, bis sie an der gläsernen Röhre waren, die vom Steg ins Wasser führte. Dann sahen sie eine viereckige Säule, die senkrecht nach unten ging. Sieht aus wie ein Lift. Eine Menge Fische schwammen hier herum, aber das interessierte jetzt nicht die Bohne. Sie tauchten an der Säule entlang nach unten. Und nach einer Weile merkte Vicky, wie die Luft in der kleinen U-Boot-Kapsel immer schlechter wurde. Den Olchis schien der wenige Sauerstoff nichts auszumachen, aber Vicky wurde ein wenig nervös. Gibt's hier vielleicht sowas wie einen Sauerstoffknopf? Erst fiel kurz das Licht aus, dann schaltete sich die Sitzheizung ein und plötzlich fuhren sie im Rückwärtsgang und im Kreis. Mensch, Hilfe! Leider kein Sauerstoff. Dann müssen wir bald wieder nach oben. Ich krieg hier nicht genug Luft. Es gelang dem anderen Olchikind wieder in den Vorwärtsgang zu schalten. Der Tiefenmesser zeigte jetzt 120 Meter. Sie waren auf dem Grund des Sees angekommen. Fertige Spotzpampe! Seht euch das an! Vor ihnen stand ein merkwürdiges Bauwerk. Runde Kabinen, die ein bisschen aussahen wie zusammengeklebte Rieseneier. Ihre dunklen Fenster glotzten sie wie finstere Augen an, was ziemlich unheimlich wirkte. Vielleicht ein Raumschiff! Los, fahr näher ran! Der Scheinwerfer leuchtete in eines der Fenster. Die Kabinen waren gerade so groß, dass man bequem darin stehen konnte. Sie sahen ein Minibad, ein Doppelbett und einen Fernseher an der Wand. Und auf den Nachtkästchen standen kleine Blumensträuße aus Plastik. Es sind Hotelzimmer, Schlafkabinen. Sie haben hier ein Unterwasserhotel gebaut. Vor dem Gebäude hatte man weißen Sand aufgeschüttet. Jede Menge glänzende Muscheln lagen darauf und dazwischen ein paar erstaunlich große Seesterne. Sogar eine Schatzkiste steckte da im Sand, aufgeklappt und bis oben hin voll mit Goldmünzen und Schmuck. Aber das ist ja alles nur aus Plastik. Na und? Plastik ist doch krötig. Sogar ein künstliches Korallenriff lag jetzt vor ihnen. Eine Menge unechter Wasserpflanzen hatte man da hineingesteckt, die einen Hauch von Südsee-Atmosphäre verbreiteten. Als sie das Unterwasserhotel umkreisten, entdeckten sie ein altes Schiffswrack. Es sah ziemlich veralkt aus und ganz vorne saß eine Meerjungfrau mit langen blonden Haaren. Auch ein Taucher war zu sehen, Auge in Auge mit einem Riesenhai, der ihn aus einem Loch im Wrack böse anblickte. Als sie näher kamen, merkten sie, dass auch das Wrack und die Figuren nur aus Plastik bestanden.
Und jetzt fielen Vicky die vielen Scheinwerfer auf, die da im Boden verankert waren. Wenn das alles beleuchtet ist, sieht es sicher aus wie in einem Film. Bestimmt gibt es Gäste, die sowas super finden und gern hier unten übernachten. Jetzt kapiere ich, warum Tante Crescentia der Bürgermeisterin so viel Geld dafür geliehen hat. Was ist denn los mit dir? Ich bekomme jetzt wirklich keine Luft mehr. Ich glaube, mir wird gleich schlecht. Es ist so eng hier drin. Ich muss raus. Mir wird schwindelig. Oh, lausige Sumpfratte. Na dann nicht wie hoch. Das U-Boot war mit seinem Hinterteil gegen einen der Scheinwerfer geknallt. Oh, den habe ich glatt übersehen. Jetzt ist auch noch der Motor kaputt. Aber ich glaube, es ist kein Loch im Boot. Doch, beim Läuserich. Wir haben Glück gehabt. Tolles Glück. Ich sterbe gleich. Ach was. Die Kiste kriegen wir schon wieder in Gang. Genau. Ist doch alles kein Problem. Zur Not steigen wir aus und schieben. Vicky kauerte in ihrem Sitz, hatte die Hände vor dem Gesicht und versuchte krampfhaft zu atmen. Dass die beiden Olchis so müffelten, machte alles nur noch schlimmer. Siehst du, es geht schon wieder. Ganz langsam stiegen sie nach oben. Endlich konnten sie die Einstiegsklappe öffnen. Die Olchikinder parkten das U-Boot im Bootshaus und halfen Vicky beim Aussteigen. Es dauerte einen Moment, bis das Mädchen wieder bei Kräften war und ihre Knie nicht mehr zitterten. Das war knapp. Höchste Zeit, dass ich zurückradel. Musst du schon wieder pünktlich sein? Du kannst doch bei uns übernachten, wenn du willst. Lieber nicht. Ich möchte nach Hause. Hab ja einen Schlüssel und kann mich heimlich in mein Zimmer schleichen. Keiner wird merken, dass ich weg war. Das habe ich schon oft gemacht. Und es bleibt dabei? Wir treffen uns morgen Vormittag? Bei dir auf dem Schloss? Ja, genau. Bis morgen also. Ja, bis morgen! Die Olchikinder hatten es nicht weit. Sie liefen das kurze Stück über die Straße zum Hotel, kuschelten sich zu Olchimama ins Tonnenhäuschen und ehe man auch nur Muffelfurz sagen konnte, waren sie auch schon eingeschlafen. Der Bürgermeister von Schmuddelfing saß an seinem Arbeitstisch und nagte an der Unterlippe. Seine Sekretärin Frau Blümlein überschüttete ihn heute wieder mit neuen Anfragen der Bürger zum Fest. Die Klasse 3a der Grundschule will ein Märchen aufführen. Och, wieso kommen die erst jetzt in letzter Minute? Na, meinetwegen. Ich will die Kinder nicht enttäuschen. Und der Chor des Taubenzüchtervereins möchte unbedingt ein paar Lieder singen. Haben wir denn nicht schon genug Vereine eingeladen? Moment. Wir haben den Naturschutzverein, Sportverein, Heimat- und Kulturverein, Trommlerverein, Modellbauverein, Garten- und Wanderverein. Doch, genug. Verschonen Sie mich mit dieser Vereinsmeierei. Aber wenn es sein muss, soll der Taubenzüchterverein auch noch etwas zwitschern. Gut, dann auch noch die Taubenzüchter. Was gibt's denn? Herr Forsthofer trat ins Zimmer. Nein. Er war Mitglied des Gemeinderats und hatte anscheinend etwas Wichtiges mitzuteilen. Schmierereien an öffentlichen Gebäuden. Irgendein verrückter Sprayer hat sich bei uns ausgetobt. Ach du lieber Himmel, das fehlt uns jetzt gerade noch. Was hat er denn alles verschandelt? Die Mauer am Stadtpark, das Heimatmuseum, die Grundschule und den Eingang zur Tiefgarage. Oh. Und das Denkmal von Hieronymus Schmuddel. Haben Sie es noch nicht gesehen? Nein, heute Morgen war da noch nichts. Hab schon einen Maler organisiert, der das alles wegmacht. Hoffentlich schafft er es noch rechtzeitig. Oh. Solche Schmierereien geben gar kein gutes Bild ab. Wer tut denn sowas? Will da jemand verhindern, dass wir den Wettbewerb gewinnen? Ach, was meinen Sie mal, nicht den Teufel an die Wand? Sicher ist das nur ein dummer Streich von ein paar Jugendlichen. Na, hoffen wir es. Und hoffen wir, dass nicht noch mehr passiert. Schmuddelfing muss schließlich leuchten. Schmuddelfing wird leuchten, das ist gar keine Frage. Von so ein paar Schmierereien lassen wir uns doch nicht die Tour vermasseln. Am späten Vormittag wurden die Olchis unsanft geweckt. Ein Mann vom Küchenpersonal kippte zwei volle Eimer in die Mülltonne. Und fast gleichzeitig kam der Servicemann mit dem olchigen Frühstück. Was soll denn das? Kann man hier nicht mal in Ruhe ausschlafen? Bitte sehr und wohl bekomm's. Oh,
Das sieht ja mal wieder allerkrötigst aus. Hoch verehrtester Herr Küchenmeister. Heute gab es klein geschnittene Tapetenreste, die man liebevoll in leere Joghurtbecher gesteckt hatte. Daneben lagen eine Handvoll Muschelschalen und leere Schneckenhäuser. Alles war nett angerichtet auf einem Häufchen Sand, dekoriert mit Zahnstochern und gebrannten Streichhölzern. Stinkerlinge. So entspannt wie nach dem Schlammbad war ich schon lange nicht mehr. Ich will das heute gleich noch mal ausprobieren. Wollt ihr mich nicht begleiten? Keine Lust. Wir wollen rüber zum Schloss. Wir sind mit Vicky verabredet. Vicky, ist sie auch wieder hier? Oh, wie schön. Dann habt ihr ja jemand zum Spielen. Bis später. Tschüss. Ah, da seid ihr ja. Ja, da sind wir ja. Willkommen auf Schloss Teufelseck. Kommt doch rein. Lasst uns gleich hoch in mein Zimmer gehen. So geht das aber nicht. Das will ich mir anhören. Ich habe mein schönes Geld nicht zum Spaß in das Projekt gesteckt. Ich möchte, dass da keine Fehler passieren. Wieso meldet sich dieser Brausewein nicht endlich? Was heißt, er ist noch nicht aufgetaucht und geht nie an sein Telefon? Wie? Aber wo steckt er denn? Es geht hier um 1000 exotische Leuchtfische. Er sollte sie längst geliefert und in den See gesetzt haben. Was glaubst du, was mich der Spaß gekostet hat? Erst die Unterwasserwelt und jetzt auch noch die ferngesteuerten Fische. Nicht in China, sondern in Gammelsberg hergestellt, in Brauseweins Labor und in Handarbeit. Du weißt, was sowas kostet. Was sagst du? Ja, klar. Er hat uns auch eine super Feuerwerksrakete versprochen. So ein Riesending, das wohl alles in den Schatten stellt. Du setzt jetzt alle Hebel in Bewegung und findest diesen Brausewein. Er kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen, so kurz vor dem großen Ereignis. Wie? Ob ihm was zugestoßen ist? Ach, was Schnickschnack. Wenn es sein muss, dann lass ihn von der Polizei suchen. Wozu ist dein Mann schließlich Bürgermeister? Lass dir was einfallen, Elisabeth. Adieu, meine Liebe. Kommt! Vicky und die Olchis hatten genug gehört. Sie liefen die knarzende Holztreppe hoch in Vickys Zimmer. Dort ließen sie sich rücklings auf das uralte Himmelbett plumpsen. Wisst ihr, was ich glaube? Professor Brausewein ist etwas Schlimmes passiert. Vielleicht hat er in seinem Labor irgendeine giftige Substanz eingeatmet. Und jetzt liegt er drüben in Gammelsberg und keiner hilft ihm. Oh. Ach, du schlapper Schlammfuß. Glaubst du wirklich? Oder seine Feuerwerksrakete ist ihm explodiert. Und nun liegt er ohnmächtig auf dem Boden. Alle seine Haare sind verbrannt. Und er hat ganz schreckliche Bauchschmerzen. Warum denn Bauchschmerzen? Na, weil er kurz vorher etwas gegessen hat. Dabei ist eine giftige Flüssigkeit auf sein Pausenbrot getropft. Sowas kann in einem Labor schon mal vorkommen. Ach, du grünliche Filzkröte. Wir müssen ihn unbedingt retten. Wir sollten ganz schnell nach Gammelsberg und nach ihm sehen. Aber wie kommen wir da hin? Mit dem Fahrrad ist das viel zu weit. Also nach Gammelsberg fliegen wir immer mit unserem Drachenfeuerstuhl. Wir können zur Müllkippe gehen und ihn holen. Nee, keine Lust. Ich fliege nicht gern und außerdem ist das viel zu umständlich. Lieber Herr Weißbrot. Das ist meine Tante. Können Sie mir einen Gefallen tun? Fahren Sie doch bitte hinüber nach Gammelsberg und sehen Sie nach, ob Professor Brausewein in seinem Labor ist. Er geht nicht an sein Telefon und keiner weiß, wo er steckt. Sie wissen doch, wo er wohnt. Kein Problem. Ich muss sowieso ein paar neue Zaunlatten besorgen. Das kann ich dann auf dem Rückweg erledigen. Los, kommt. Ich weiß, was wir machen. Los. Haben wir Besuch? Ja, wir sind es. Guten Tag. Also, bitte.
doch besser draußen im Garten. Das wollten wir gerade tun. Kommt, was für ein Geschenk. Ich frage meine Tante lieber nicht, ob wir mit Herrn Weißbrot, dem Gärtner, nach Gammelsberg fahren dürfen. Wenn sie Nein sagt, haben wir ein Problem. Das Auto des Gärtners hatte hinten eine kleine Ladefläche. Schnell kletterten Vicky und die Olchi-Kinder hinauf und versteckten sich. Ach ja, dann wollen wir mal. Herr Weißbrot fuhr ziemlich schnell auf der holprigen Landstraße, sodass sie kräftig durchgeschüttelt wurden. Der Gärtner kannte ein paar Abkürzungen und nahm den schnellsten Weg zum Gammelsberger Bahnhof. Überraschung. Danke, dass Sie uns mitgenommen haben. Um Gottes Willen. Was macht ihr denn hier? Seid ihr etwa da hinten mitgefahren? Mhm. Sind wir. Wir haben von Professor Brauseweins Verschwinden gehört und nun wollen wir nach ihm suchen. So, so. Na gut, Kinder, wo ihr nun schon mal hier seid, dann kommt eben mit. Der alte Eisenbahnwaggon stand seit vielen Jahren ganz hinten auf einem der stillgelegten Rangiergleise. Neben der Tür lagen ein paar große Schrottteile und in zwei rostigen Blumenkübeln kümmerten halb vertrocknete Pflanzen vor sich hin. Sicher waren sie schon länger nicht mehr gegossen worden. Die Jalousien an den Fenstern waren heruntergezogen. Hallo, Professor? Sind Sie zu Hause? Ist wohl nicht da. Den Weg hätten wir uns sparen können. Oh, ach du lieber Himmel, wie sieht's denn hier aus? Auf dem Labortisch gammelte eine angebissene Pizza vor sich hin. Auf dem Boden lagen zerbrochene Reagenzgläser. Ein Stuhl war umgefallen. Daneben lagen eine Lupe, verstreute Papiere und ein Brieföffner. Das große Mikroskop lag ganz verdreht in der Ecke. Das gefällt mir aber gar nicht. Kampfspuren, aber ich sehe kein Blut. Oh, rattiger Hühnerich, was tun wir denn jetzt? Gar nichts. Das ist ein Fall für die Polizei. Vielleicht hat man Brausewein entführt. Ja, sieht so aus. Wir müssen es sofort der Gräfin mitteilen. Vicky durfte jetzt vorn neben dem Gärtner sitzen. Aber die müffelnden Olchis mussten wieder hinten auf die Ladefläche. Herr Weißbrot wirkte ziemlich nervös. Dass er eigentlich noch Zaunlatten hatte besorgen wollen, war ihm jetzt plötzlich nicht mehr wichtig. Die Olchi-Kinder ließ er gleich vor dem Hotel aussteigen. Ich besuche euch ganz bald wieder. Tschüss! Die Olchi-Kinder konnten kaum erwarten, Olchi-Mama zu berichten, was inzwischen alles passiert war. Dass sie Vicky geschworen hatten, nichts zu erzählen, hatten sie völlig vergessen. Mama, jetzt wach auf! Es gibt heutige Abenteuer! Sie stupsten Olchi-Mama, bis sie wach wurde und verschlafen blinzelte. Dann erzählten sie von ihrer Tauchfahrt im U-Boot und von den merkwürdigen Hotelkabinen unten im See. Sie beschrieben die Unterwasserwelt aus Plastik und erzählten, dass Professor Brausewein noch 1000 ferngesteuerte Leuchtfische liefern musste, jetzt aber leider verschwunden und vielleicht entführt worden war. Na sowas. Oh, was ihr euch immer so ausdenkt. Aber jetzt lasst mich ein bisschen schlafen, Kinderchen. Ich hab vorhin die Blocksauna getestet. Sowas haut einen um. Die Olchi-Kinder ließen Olchi-Mama weiterschnarchen und gingen hinüber zur Hotelhalle. Vielleicht konnten sie ja der Frau Bürgermeister von ihrem Erlebnis in Brauseweins Labor erzählen. Schon gehört. Es passieren fürchterliche Sachen. Was für Sachen denn? Vor ein paar Stunden sind alle Mufflons freigelassen worden. Oh. Die ganze Herde ist durch Schmuddelfing getrampelt. Die Straßen sind voller Kot und die Leute haben sich zu Tode erschreckt. Aber das macht doch nichts, wenn die Mufflons ein bisschen herumlaufen. Man muss nicht erschrecken vor den Mufflons. Die sind doch total krötig und harmlos. Harmlos? Diese Viecher mit ihren riesengroßen Hörnern. Ach, es wird ewig dauern, bis man die alle eingefangen hat. Ausgerechnet jetzt, wo die Festvorbereitungen auf Hochtouren laufen. Das ist noch nicht alles. Drüben an der Seepromenade hat jemand alle Lampen zerschlagen. Überall lagen die Scherben. Und irgendwer hat dort Müll herumgeworfen. Ja, wer tut denn sowas?
Da hat die Jury ja ein tolles Bild von uns Schmuddelfingern, wenn es an der Uferpromenade so aussieht. Sie ist schließlich unser Schmuckstück. Jemand hat die Ruderboote versenkt. Ist das nicht schrecklich? Wie bitte? Seid ihr sicher? Ja, alle 5 Ruderboote. Unten am Steg. Man hat sie anscheinend angebohrt. Jedenfalls sind sie alle abgesoffen. Was ist denn hier los? Ein Anschlag. Ein Anschlag auf die Ruderboote. Ach du meine Güte. Elisabeth lief gleich los, um nach den Booten zu sehen. Im Schlepptau hatte sie 2 Angestellte und auch die Olchi-Kinder wuselten hinter ihr her. Unten an der Promenade hatte man die Scherben der Lampen inzwischen weggeräumt. Die kaputten Boote waren randvoll mit Wasser und dümpelten wie große tote Fische im See. Rattige Furzassel! Doch damit nicht genug. In die frisch geschnittenen Uferbüsche hatte jemand eine Menge Müll geworfen. Auf dem Bootssteg waren mehrere Holzplanken abmontiert worden. Jetzt klafften dort große, gefährliche Lücken. Wir müssen sofort ein Schild anbringen, dass man den Steg nicht mehr betreten kann. Einige Gäste machten Handyfotos von den versenkten Booten, vom Müll und dem demolierten Steg. Und auch von Elisabeth, die ratlos und ein wenig verloren am Ufer stand. Irgendjemand sabotiert uns hier. Es ist eine Katastrophe, wenn das so weitergeht. Muffelfurzteufel, wir müssen dir noch etwas sagen. Es geht um Professor Brausewein. Ach ja? Habt ihr ihn denn gesehen? Leider nicht beim Läuserich. Aber es ist ihm vielleicht etwas passiert. Wir waren nämlich in Gammelsberg in seinem Labor. Es war ziemlich verwüstet. Vicky meint, es waren Kampfspuren. Wir fürchten, dass... Psst, bitte nicht hier. Los, kommt mit in mein Büro. In Elisabeths Büro saßen 2 adrette Mitarbeiterinnen hinter vollgepackten Schreibtischen. Als die Olchi-Kinder ins Zimmer kamen, blickten sie nur kurz von der Arbeit auf. Ihr habt ja viel zu tun hier. Ja, wir organisieren die Festvorbereitungen. Das Bühnenprogramm, die Tombola, die Misswahl. Olchi-Mama hat extra ein neues Kleid mitgebracht. Das hat sie aus mülligen Tüten gebastelt. Sie will nämlich Miss Schmuddelfing werden. Wie? Nein, nicht doch. Wirklich, es ist eine originelle Idee. Da halten wir mal alle die Daumen, ha? Aber ihr wolltet mir doch etwas von Professor Brausewein erzählen, oder? Er wurde vielleicht entführt. Haarklein berichteten die Olchi-Kinder, was sie alles gesehen hatten. Ganz blass um die Nase ließ sich Elisabeth auf ihren Schreibtischstuhl nieder. Ja, hallo? Ach, du bist es, Crescentia. Elisabeths Freundin berichtete, was Herr Weißbrot im Labor gesehen hatte und sagte, dass man eine Entführung befürchtete. Und Elisabeth erzählte von den Vorfällen unten am See. Meinst du, wir sollten die Polizei einschalten? Ich weiß nicht. Vielleicht ist ja alles ganz harmlos und sein Labor war nur nicht aufgeräumt. Aber wenn ihm doch etwas zugestoßen ist? Ich denke, wir sollten mit dem Schlimmsten rechnen. Ich will auf Nummer sicher gehen und rufe jetzt die Polizei an. Kurz darauf stand Herr Schnurrhahn in Elisabeths Büro. Der Schmuddelfinger-Polizist zwirbelte an seinem schneidigen Schnauzbart herum und machte ein grimmiges Gesicht. Auch Ewald, der Bürgermeister, war gekommen. Ja, was das Verschwinden von Professor Brausewein betrifft, werde ich alle Hebel in Bewegung setzen. Hat man seine Assistentin Fritzi Federspiel schon angerufen? Vielleicht hat sie ja irgendwelche Informationen für uns. Wohl kaum. So viel ich weiß, hält sie sich derzeit im Ausland auf. Sie ist in London. Fritzi arbeitet bei Mr. Paddock im Gullibüro. Wir haben sie schon mal dort besucht. So, so. Wenn ich kurz stören darf? Ach, muss das jetzt unbedingt sein? Ich wollte nur melden, dass unsere Liegestühle nicht mehr da sind. Ich dachte, das ist vielleicht wichtig. Was heißt nicht mehr da? Wo sind sie denn? Das weiß ich eben nicht. Sie lagen wie immer gestapelt hinter den Büschen an der Promenade. Aber gerade wollte ich sie aufklappen, aber nun sind sie alle verschwunden. Na, das wird ja immer toller. Nun bestiehlt man uns auch noch. Es ist ein Wahnsinn. Ja. Jemand hat es auf mich abgesehen. Wie steht das eigentlich mit diesen Muffelfiechern? Hat man die inzwischen alle eingefangen? Welche Muffelfiecher denn? Meinen Sie die nein, Sie meinen unsere Mufflons. Ja, die sind fast alle wieder im Gehege. Ja? Elisabeth, meine Liebe,
Ich habe noch mal über diese eigenartigen Vorkommnisse nachgedacht. Ach ja? Vielleicht liegt ja irgendein Fluch auf dem Hotel. Wie meinst du das? Könnten es nicht Geister und Gespenster sein, die solch üble Sachen anstellen? Ich will dir ja keine Angst machen. Aber da gibt es Dinge zwischen Himmel und Erde, die können wir uns gar nicht vorstellen. Manches ist nicht so einfach zu erklären. Ich sage nur eines. Dunkle Mächte, Geister, Dämonen und Gespenster. Och, ich bitte dich. Jetzt fantasierst du aber, Crescentia. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Denk mal darüber nach, Elisabeth. Sowas darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Na gut, die Polizei ist sowieso gerade hier. Wir werden ja sehen, was Herr Schnorrhahn davon hält. Vielen Dank, Crescentia. Ja, auf Wiederhören. Adieu, meine Liebe. Das war die Gräfin. Wusste gar nicht, dass sie so abergläubisch ist. Naja, sie wird eben alt. Sie glaubt plötzlich an Gespenster. Gespenster? Fragezeichen. So, ja, dann will ich mich mal an die Arbeit machen. Ich werde die Kollegen in Gammelsberg informieren, damit man Brauseweins Labor unter die Lupe nimmt. Und was die Anschläge angeht, werde ich mich mal in Schmuddelfing umhören. Vielleicht hat jemand etwas Verdächtiges bemerkt. Ja, also dann. Ich muss auch los. Hab noch im Büro zu tun. Wie läuft es denn? Oh, alles gut. Wir sind fast fertig. Nur hat irgendjemand gemeint, er müsste schnell noch ein paar Wände beschmieren und das Denkmal von Hieronymus Schmuddel verschönern. Oh. Aber das überstreichen wir alles. Ist kein Problem. Wie bitte? Auch drüben in Schmuddelfing haben wir jetzt Sabotageakte? Oh, na ja, aber was heißt denn Sabotage? Jetzt übertreib mal nicht. Übertreiben nennst du das? Das ist alles geplant. Man sabotiert uns. Wie würdest du das sonst nennen? Man will verhindern, dass wir den Preis gewinnen. Oh, jetzt reg dich bitte nicht so auf. Ist doch alles halb so schlimm. Das waren vielleicht nur dumme Jungs, die... Na, deine Nerven möchte ich haben. So. Die Olchi-Kinder saßen vor dem Hoteleingang auf einer Bank und dachten nach. Tante Crescentia hatte etwas von Gespenstern gesagt. Und das ging ihnen nicht mehr aus dem Kopf. Gespenster sind krötig. Was hältst du davon? Wir verkleiden uns als Gespenster und legen uns auf die Lauer. Und wenn der Ganove heute Nacht wieder auftaucht, dann werden wir ihn zu Tode erschrecken. Beim Läusefurz, das machen wir. Wir werden die allerkrötigsten Schreckgespenster sein, damit er vor Angst aus seinen Käsesocken kippt. Hallo. Hallo, Vicky. Hat man schon eine Spur von Professor Brausewein? Noch nicht. Aber der Schnurrhahn ist ihm auf den Fersen. Oh, das ist gut. Ich geh mal kurz rein. In Ordnung. Ich warte hier. Heute Nacht werden wir dem Ganoven einen Denkzettel verpassen. Machst du mit, Vicky? 3 Gruselgespenster sind noch besser als 2. Heute Nacht kann ich nicht. Meine Tante hat Freunde eingeladen und ich soll mit ihnen fein zu Abend essen. Ihr müsst ohne mich Gespenstern. Mhm. Wir heulen und wir jammern und wir kreischen. Er wird davonlaufen wie ein Kaninchen. Wie euch die Opa, wenn es parfümelt. Das wird sicher lustig. Doch so lustig, wie sie sich das vorstellten, wurde es dann leider doch nicht. Die Olchi-Kinder wussten, wo sie die notwendige Gespensterausrüstung finden konnten. Sie hatten beobachtet, wie eines der Zimmermädchen frische Laken und Handtücher aus einer Kammer geholt hatte. Als es dunkel geworden war, gingen sie zur Rezeption. Hallo! Könnten wir vielleicht eine Bürste für die Zähne haben? Ihr möchtet Zahnbürsten? Mhm. Oh, eine gute Idee. Natürlich haben wir Zahnbürsten für euch. Moment, ich hole sie euch. Das andere Olchi-Kind nutzte die Gelegenheit und flitzte hinüber zur Wäschekammer. Es zerrte 2 große blütenweiße Laken aus dem Regal, klemmte sie sich unter den Arm und sauste damit aus dem Hotel. So, hier, bitteschön.
Zahnpasta habt ihr? Pasta brauchen wir nicht, das geht auch so. Die Olchikinder rannten hinunter zum See, versteckten sich hinter einem Busch und zogen sich die Laken über den Kopf. Es waren extra breite Spannbetttücher, reichlich groß und gerade recht für zwei olchige Gruselgespenster. Sollen wir noch Löcher für die Augen reinmachen? Ja. Das geht auch so. Wir sehen doch durch. Mit ihren großen, olchigen Glubschaugen war das kein Problem. Außerdem hatten sie die Tücher ja nur ausgeliehen und wollten sie nicht kaputt machen, sondern später klammheimlich wieder zurücklegen. Und jetzt rüber zum Bootshaus. Von da aus können wir die Uferpromenade besser sehen. Beim Rennen flatterten ihre langen weißen Tücher, sodass sie wie richtige Gespenster aussahen. So, und hier warten wir jetzt. Sie warteten. Und warteten. Es wurde immer später, aber von einem Ganoven war weit und breit nichts zu sehen. Schleime, Schlamm und Käsefuß. Ich bin so müde wie ein Stein. Ich glaube, wir sollten lieber wieder... Ach du schleimiger Krötenfuß, das ist er. Ein schwarz gekleideter Mann war aus dem Schlauchboot gestiegen. Er war leicht dicklich und nicht besonders groß. In hohen Gummistiefeln watete er durch das seichte Wasser am Ufer. In jeder Hand hielt er einen prall gefüllten Müllsack. Muffelfurzteufel, er hat Abfall dabei. Er wirft das Zeug in die Büsche. Eigentlich krötig, wenn er Essen verteilt, oder? Jetzt trampelte der Typ auch noch in den Stiefmütterchen herum, die man in langen Rabatten an die Promenade gepflanzt hatte. Immer wieder zog er ein Müllteil aus einem Sack, ließ es ins Beet fallen oder schleuderte es mit Schwung in die Büsche. Ach du Schlampe, Schlammwanze, er kommt auf uns zu! Obwohl der Blick der Olchis durch die Bettlaken ein bisschen getrübt war, sahen sie den Mann jetzt deutlicher. Auf seiner Nase saß eine runde Brille. Er hatte eine Halbglatze, dichte Augenbrauen und einen grauen Schnauzbart. Beim Kröterich... Das ist Professor Brausewein. Ach, Quatsch. Brausewein hat doch keinen Schnurrbart. Vielleicht ist er nur angeklebt. Das ist bestimmt Brausewein. Der Mann war plötzlich stehen geblieben. Er stand da wie ein witterndes Reh und blickte auf das Bootshaus. Grätige Mistbeule. Hat er uns etwa gehört? Da fiel den Olchikindern ein, dass sie den Ganoven ja eigentlich erschrecken wollten. Gleichzeitig sprangen sie aus ihrem Versteck und wedelten wild mit den Armen. Der Mann ließ die Müllsäcke fallen und hüpfte mit großen Sprüngen durch das flache Wasser zurück zu seinem Schlauchboot. Wir müssen ihn aufhalten! Doch zu spät. Die Dunkelheit hatte den geheimnisvollen Mann bereits verschluckt. Oh nein! Brausewein ist nach Glanzhausen abgehauen. Ach, das war nicht Brausewein. Er sah nur ein bisschen so aus. Er war es doch. Der Bart war angeklebt, damit man ihn nicht erkennt. Los, zurück ins Hotel. Na, ihr beiden? Die Olchikinder warfen ihr zerknülltes Bettzeug mit Schwung auf die Theke. Wir bringen die Laken wieder. Hat euch eure Mama geschickt? Das Bettzeug ist ja total schmutzig. Ich lass euch gleich Neues bringen. Muffelfurzteufel, das musst du nicht. Aber wenn du noch ein paar krötige Zähnebürsten hast, dann nehmen wir die sehr gern. Ja. Am nächsten Morgen kam Polizist Schnurrhahn, um noch einmal mit der Frau Bürgermeister zu sprechen. Kaum war er aus dem Wagen gestiegen, überfielen ihn die Olchikinder. Wir haben etwas gesehen. Wir waren gestern Nacht unten am See. In der Nacht? Gehören kleine Kinder da nicht ins Bett? Wir sind Olchis. Wir schlafen, wann wir Lust haben. Und gestern Nacht hatten wir überhaupt keine Lust. So, so. Und was habt ihr am See gemacht? Den Mond angeguckt. So, so. Und was habt ihr da gesehen, außer den Mond? Dass sie sich als Gespenster verkleidet hatten, wollten sie ihm lieber nicht sagen. Aber sie erzählten von dem schwarzen Mann, der eine Menge Müll in die Büsche geworfen hatte und danach mit seinem Schlauchboot in Richtung Glanzhausen davongefahren war. So, so. Schwarzer Mann, Müll in Büsche, Flucht im Schlauchboot. Tja, wie sah der Mann denn aus? Könnt ihr ihn beschreiben? Es war Professor Brausewein. Wie bitte?
Ihr habt beobachtet, wie Professor Brausewein Müll in die Büsche geworfen hat? Vielleicht war es auch nicht Brausewein, aber er sah ein bisschen so aus. Ein ziemlich großes bisschen sogar. Aber er hatte einen Schnurrbart. Also wie jetzt? War er es nun oder war er es nicht? So genau konnten wir ihn nicht erkennen, weil es ein bisschen dunkel war. Und weil wir ihn durch die Bettlaken nicht so gut sehen konnten. Aber ich glaube, er war's. Welche Bettlaken denn? Wir haben uns als Gespenster verkleidet. Und auf den Übeltäter gewartet und ihn dann erschreckt. Na, ihr seid mir ja ein paar schöne Früchtchen. Und ihr habt ja wirklich viel Fantasie. Als ich klein war, habe ich auch oft Gespenst gespielt. Aber der Mann, den ihr gesehen habt, das war sicher nicht Professor Brausewein. Wieso sollte er das tun? Nein, nein, nein. Ich denke, da habt ihr euch getäuscht. So, ich gehe jetzt mal zu Frau Bürgermeister. Hallo, Stinkerlinge. Hallo. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Na, was machen wir heute? Habt ihr heute Nacht den Ganoven erschreckt? Aha. Die Olchi-Kinder erzählten auch Vicky, was in der Nacht passiert war. Interessant. Wenn Brausewein der Übeltäter ist, dann ist er anscheinend verrückt geworden. Es kommt ja vor, dass geniale Professoren hin und wieder mal durchdrehen. Er war vielleicht total überarbeitet und eines Morgens wachte er auf und wusste nicht mehr, wer er war. Er bekam einen kleinen Tobsuchtsanfall in seinem Labor und hatte plötzlich den schrecklichen Drang, irgendetwas ganz Schlimmes anzustellen. Sowas passiert manchmal. Sumpfige Ranzassel, meinst du wirklich? Und eine innere Stimme sagt ihm, er solle verhindern, dass die Schmuddelfinger den Wettbewerb gewinnen. Aber warum denn? Verstehe ich nicht. Na, weil er erpresst wird von den Glanzhausenern. Er ist halb verrückt vor Angst, dass man ihm etwas antut, wenn er nicht verhindern kann, dass Schmuddelfing gewinnt. Und wenn Brausewein mit dem Schlauchboot nach Glanzhausen gefahren ist, dann ist er vielleicht immer noch dort. Wir fahren am besten gleich hin und sehen uns ein bisschen um. Vielleicht finden wir ihn. Kommt, wir nehmen die Leihfahrräder vom Hotel. In Glanzhausen waren nicht viele Leute auf den Straßen und alles wirkte total aufgeräumt. Die Olchi-Kinder rümpften die Nase. Auf den ersten Blick sah man, dass Glanzhausen ein sehr gepflegtes Städtchen war. Alles war aufs Feinste herausgeputzt, kein Fitzelchen Abfall lag herum und die Gehsteige waren blitzsauber gekehrt. Alle Mülleimer waren geleert und an den Fenstern hingen frisch gestrichene Blumenkästen mit buntem Blumenschmuck. Ja, die sind wohl schon ziemlich siegessicher. Und den armen Brausewein haben sie angestiftet, Schmuddelfink zu zerstören. Vielleicht haben sie ihm auch Drogen gegeben und ihn hypnotisiert. Übertreibst du nicht ein bisschen? Na, immerhin hat er auch sein eigenes Labor verwüstet. Wie sollen wir Brausewein hier finden? Durch Zufall natürlich. Manchmal braucht man eben ein bisschen Glück. Und ich spüre, dass heute mein Glückstag ist. Die Olchi-Kinder spürten das nicht. Alles, was sie spürten, war jetzt ein krötiger Hunger. Doch nach einer schönen olchigen Mahlzeit sah es im sauberen Glanzhausen leider gar nicht aus. Sie radelten durch die kleinen Gassen. Hallo? Kennen Sie zufällig Professor Brausewein? Sie haben Sie ihn irgendwo gesehen? Kein Mensch konnte ihnen weiterhelfen. Sie Professor Schließlich gelangten sie unten am See an die Anlegestelle, wo ein Fährschiff jede Stunde einmal hinüber nach Schmuddelfing tuckerte. Ich habe keine Lust mehr weiterzusuchen. Ich glaube, wir finden ihn hier doch nicht. Aber zum Zurückradeln habe ich auch keine Lust. Na gut. Dann warten wir halt auf die Fähre. 20 Minuten später radelten Vicky und die Olchi-Kinder durch das Ortszentrum von Schmuddelfing hinüber zum Marktplatz. Überall waren Buden für die 700-Jahr-Feier aufgebaut. Das Karussell stand schon und an der Festbühne werkelten ein paar Leute an den Scheinwerfern herum. An einigen Häusern waren wilde Graffiti zu sehen und mehrere Männer hatten alle Hände voll zu tun, die Wände zu säubern und die Schmierereien zu überstreichen. Mitten auf der Hauptstraße war weiße Farbe verschüttet. Auf manchen Gehsteigen lag Abfall, Blumenkübel waren umgestürzt und eine volle Mülltonne ergoss ihren Inhalt über den Gehweg. Was ist denn hier passiert? Schleime, Schlamm und Käsefuß. Schmuddelfing ist viel schöner als Glanzhausen. Die Olchi-Kinder schnappten sich ein bisschen Müll, um sich endlich satt zu essen. Am Rathausplatz sahen sie Leute, die aufgeregt diskutierten. Jetzt hielt ein Polizeiauto vor dem Rathaus.
Herr Schnurrhahn und die Bürgermeisterin sprangen aus dem Wagen und liefen eilig hinein. Hinterher! Ich will wissen, was da los ist. Vicky und die Olchikinder flitzten die Stufen hinauf und den langen Flur entlang bis zu dem Zimmer, aus dem die Stimmen zu hören waren. Unbemerkt schlüpften sie hinein. Eine Menge Leute waren hier versammelt. Vicky und die Olchis setzten sich ganz hinten an den Rand und machten sich klein. Niemand achtete auf sie. Ganz vorne sahen sie Schnurrhahn und Tante Crescentia. Daneben saßen Ewald und Elisabeth. Guckt mal, die da mit dem Aufnahmegerät. Die ist bestimmt eine Reporterin vom Schmuddelfinger-Anzeiger. Darf ich um Ruhe bitten? Um gleich zur Sache zu kommen. Irgendjemand will uns sabotieren. Ja, es handelt sich um einen, vielleicht auch mehrere unbekannte Täter. Wir nennen ihn einfach mal das Phantom. Dieses Phantom stiftet hier seit Tagen Chaos und Verwüstung. So darf das nicht weitergehen. Nicht genug, dass man uns hier die Hauswände beschmiert und Müll verteilt, dass man Mufflons durch den Ort jagt. Irgendjemand zerstört die Laternen und den Steg an der Uferpromenade, versenkt hoteleigene Ruderboote und klaut Liegestühle. Wenn ich mich mal einmischen darf. Die Liegestühle hat man inzwischen wiedergefunden. Der Täter hatte sie über Straßenlaternen gehängt. Anscheinend hat er dafür eine hohe Leiter benutzt. Aber trotzdem hat ihn keiner dabei beobachtet. Er muss es spät nachts getan haben. Aber auch am helllichten Tag passieren Anschläge. Das Phantom scheint skrupellos und gerissen zu sein. Wir denken, es will verhindern, dass wir den Preis für die schönste Stadt am See gewinnen. Aber das darf und wird ihm nicht gelingen. Ja. Außerdem haben wir noch ein zweites Problem. Unser lieber Professor Brausewein ist verschwunden. Wir befürchten eine Entführung. Oh, bewahren Sie doch Ruhe, bitte, bitte. Ich übergebe hiermit das Wort an Herrn Schnurrhahn von der Polizei. Wir haben Brauseweins Labor in Gammelsberg inzwischen untersucht. Dort hat allem Anschein nach ein Kampf stattgefunden. Für eine Entführung haben wir noch keine Bestätigung. Es ist keine Lösegeldforderung eingegangen. Ich kann Ihnen aber versichern, wir tun alles Menschenmögliche, Professor Brausewein zu finden. Zwei Olchi-Kinder haben angeblich einen schwarz gekleideten Mann am Seeufer beobachtet, der nachts Müll in die Büsche geworfen hat. Aber auch dafür haben wir noch keinen Beweis. Auf jeden Fall, die Fahndung läuft. Man sah den Bürgermeister einen Blick auf sein Handy werfen. Offenbar hatte er eine SMS erhalten. Oh nein. Was ist denn los? Entschuldigung, darf ich noch einmal um Ruhe bitten? Ich habe soeben eine Drohung bekommen. Der Absender ist unbekannt, aber ich bin sicher, es ist unser Phantom. Hier steht: Blas dein Fest ab, sonst passiert noch Schlimmeres. Ich bitte Sie, meine Herrschaften, beruhigen Sie sich, bitte. Brausewein ist nicht entführt worden. Vicky, was tust du denn hier? Beim rostigen Hühnerich. Brausewein ist selber das Phantom. Wir haben letzte Nacht an der Strandpromenade einen Mann gesehen, der Müll in die Büsche geworfen hat. Und er hat genau so ausgesehen wie Professor Brausewein. Nee, nur so ähnlich. Jawohl, er sah so aus, bis auf den Bart. Aber den hatte er sich vielleicht nur angeklebt. Die Reporterin vom Schmuddelfinger-Anzeiger schrieb eifrig mit. Oh nein, ist das alles aufregend. Aber dass der Mann aussah wie Brausewein, habe ich dem Polizisten doch schon längst gesagt. Wie? Sie wussten davon? Warum erfahre ich das erst jetzt? Aber das war doch nur eine Behauptung von Kindern, nur von Olchis genau genommen. Und außerdem haben diese Olchi-Kinder dabei durch Bettlaken gesehen, weil sie als Gespenster verkleidet waren. Gespenster? Hatte ich doch gleich gesagt, Elisabeth. Die beiden Olchis konnten den Täter also gar nicht richtig erkennen. Wie auch immer. Ich finde den Gedanken völlig absurd, dass Professor Brausewein unser Phantom ist. Ja, ja. Wenn er aber doch das Phantom sein sollte, wie sind dann die Kampfspuren im Labor zu erklären? Hat er seine Entführung vielleicht nur vorgetäuscht? Ach, Fragen über Fragen. Der Fall wird langsam kompliziert. Das kann ich unmöglich alles heute klären. Herr Schnurrhahn, mir ist da gerade etwas eingefallen, aber
Das will ich jetzt noch nicht an die große Glocke hängen. Dieses Olchikind glaubt zwar, Brausewein gesehen zu haben, aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich kenne einen Mann, der unserem Professor ziemlich ähnlich sieht. So? Wen meinen Sie? Rudi Reusinger, den Bürgermeister von Glanzhausen. Stimmt. Jetzt, wo Sie es sagen. Ja. Reusinger hat tatsächlich ziemliche Ähnlichkeit mit Brausewein. Und er trägt einen Schnurrbart. Ja, ganz genau. Rudi Reusinger ist ein alter Widersacher von mir. Ich kenne ihn seit der Schulzeit. Schon als Kinder haben wir uns gegenseitig oft geärgert und gehänselt. Rudi, der alte Neidhammel, dem traue ich alles zu. Ich denke, wir sollten uns den Gauner mal zur Brust nehmen. Aber Moment. Immerhin ist er jetzt der Bürgermeister von Glanzhausen. Na und? Sie können ihn doch mal vorsichtig unter die Lupe nehmen, oder? Wofür sind Sie schließlich Polizist? Ja, stimmt auch wieder. Na. Dann werde ich da mal vorsichtig nachfragen. Und schneller als die Polizei erlaubt, fuhr Schnurrhahn zum Rathaus von Glanzhausen. Schnurrhahn, Polizeiwache Schmuddelfing, Herr Reusinger, ich hätte da ein paar Fragen an Sie. Wie? Was? Ach ja, fragen Sie, aber fragen Sie schnell. Sie sehen, ich bin beschäftigt. Schnurrhahn blickte sich um. Das Büro war ziemlicher Durchschnitt. Kahle Wände, beige Lamellenvorhänge und hellgraue Möbel. Eine Topfpflanze bis zur Zimmerdecke und eine Luftaufnahme von Glanzhausen über dem Schreibtisch. Alles blitzsauber und aufgeräumt. Nur eines irritierte ihn. In der Ecke neben der Topfpflanze standen ein paar ungeputzte Gummistiefel. Besitzen Sie ein Schlauchboot? Ja, klar. Warum nicht? Ich fahre manchmal zum Fischen raus. Wollen Sie meinen Angelschein sehen? Wo liegt denn Ihr Boot? Na, wie immer unten am kleinen Hafen, wenn's keiner geklaut hat. Und wann sind Sie das letzte Mal damit gefahren? Schon lange nicht mehr. Müsste sicher erst mal den Elektromotor aufladen. Der Akku ist bestimmt leer, ja. Und wann waren Sie denn das letzte Mal drüben in Schmuddelfing? Oh, das ist auch lange her. Bei uns läuft alles auf Hochtouren wegen des Wettbewerbs. Da hat man alle Hände voll zu tun, nicht wahr? Ja, wie steht's denn da drüben bei euch? Die Schmuddelfinger haben ja sowieso wieder keine Chance auf den Preis. Diese alten Schmutzfinken mit ihrer verolchten Müllkippe. Ich hätte den Schandfleck schon längst abreißen lassen. Na. Aber jeder, wie er will, ja. Da sind wir doch tolerant, sag ich immer. Aber einen Schönheitspreis kann man mit sowas nicht gewinnen. Sie waren also sehr beschäftigt in letzter Zeit? Ja, und wie? Tag und Nacht, kann man sagen. Können Sie sich vorstellen, was man als Bürgermeister so für Aufgaben hat? Keine freie Minute hab ich. Schnurrhahn überlegte. Wenn Reusinger der Täter war, dann musste er sich oft und lange in Schmuddelfing herumgetrieben haben. Dürfte ich mal einen Blick in Ihren Terminkalender werfen? Nein, das dürfen Sie nicht. Worum geht es hier eigentlich? Ist jemand ermordet worden? Mein Kalender ist reine Privatsache. Und nun dürfen Sie gehen, lieber Herr Schnurrmeier. Schnurrhahn. Wenn Sie keine Fragen mehr haben. Ich muss jetzt weiterarbeiten. Na schön, dann wäre es das fürs Erste. Nur noch eine letzte Frage. Kennen Sie Professor Brausewein? Wen? Brausewein? Hab ich schon mal gehört, glaube ich. Soll ein ziemlich genialer Erfinder sein. Kenn ihn aber nicht persönlich. Warum? Weil Sie ziemliche Ähnlichkeit haben mit ihm. Nur rein äußerlich natürlich. Herr Reusinger. Schnurrhahn tippte zum Gruß an seine Mütze und verließ das Büro. Anschließend fuhr er hinunter zum Glanzhausener Hafen, um einen Blick auf Reusingers Schlauchboot zu werfen.
Er sah ein paar verteute Segel und Ruderboote im Wasser dümpeln. Und ganz hinten, wo schon Schilfgras wuchs, entdeckte er ein schwarzes Schlauchboot. RR stand darauf in roten Buchstaben. Na, sieh mal einer an. Das musste Rudi Reusingers Boot sein. Weil es nicht abgedeckt war, kletterte Schnurrhahn hinein und drückte probehalber auf den Startknopf des Elektromotors. Von wegen, leerer Akku. Hab ich's mir doch gedacht. Der alte Reusinger hat mir nur Quatsch erzählt. Nachdem sich die Versammlung im Schmuddelfinger Rathaus aufgelöst hatte, wurde Vicky von Tante Crescentia in die Eisdiele eingeladen. Vicky wollte unbedingt, dass auch die Olchi-Kinder mitkommen. Und nun saßen sie zu viert auf der kleinen Terrasse vom Café zur schönen Aussicht. Vicky schleckte olchigrünes Pistazieneis mit Sahne und die Olchi-Kinder knabberten an trockenen Strohhalmen, Papierservietten und Bierdeckeln herum. Tante Crescentia nippte an ihrem viel zu heißen Cappuccino. Was für eine dumme Geschichte. Wenn der Professor seine Leuchtfische und sein Feuerwerk nicht liefert, dann habe ich eine Menge Geld in den Sand gesetzt. Immer denkst du nur ans Geld. Denk lieber an den armen Brausewein. Wieso arm? Er ist das Phantom, denke ich. Aber das weiß man doch nicht. Vielleicht ist er es ja auch nicht. Vielleicht war alles ganz anders. So? Wie denn? Vielleicht hatte er einen Unfall. Er ist beim Baden am See ausgerutscht, liegt jetzt irgendwo am Strand und wartet auf Hilfe. Du mit deinen komischen Ideen. Wer auch immer dieser verrückte Ganove ist, der unsere schöne Stadt verschandelt. Ich hoffe, dass der Spuk bald ein Ende hat. Vielleicht sollte ich eine Belohnung dafür aussetzen. Gute Idee. Eine Belohnung ist immer krötig. Was kriegen wir denn, wenn wir Brausewein finden? Wenn ihr ihn findet, dann dürft ihr euch etwas Schönes von mir wünschen. Oh, Schleime, Schlamm und Käsefuß, das hört sich gut an. In Glanzhausen haben wir schon nach ihm gesucht. Aber wir sollten am Seeufer genauer nachgucken. Vielleicht ist er beim Angeln ins Wasser gefallen. Vielleicht hat er mit einem Riesenkarpfen gekämpft und sich dabei verletzt. Was du dir immer ausdenkst. Na gut, wie ihr meint. Aber sei rechtzeitig zum Abendessen zurück, Vicky. Pass auf dich auf und fall nicht in den See. Vicky und die Olchi-Kinder radelten los. Komm. Als sie bereits ein ganzes Stück von Schmuddelfing entfernt waren, wurde der Uferpfad schmal und holprig, sodass sie absteigen und schieben mussten. Hier war keine Menschenseele mehr zu sehen. Und der Boden unter ihren Füßen wurde langsam morastiger. Die Idee war vielleicht doch nicht so super. Ich glaube, Brausewein finden wir hier nicht. Wir sollten lieber umkehren. Meine Schuhe sind schon ganz nass. Ein Stück entfernt sahen sie eine Fischerhütte. Ein langer Bootssteg ragte weit in den See hinaus. Kommt, wir setzen uns ein bisschen auf den Steg. Und dann gehen wir zurück. Ja, los. Ist gut. Wie unheimlich hier. Was war das denn? Mein Käserich, wir müssen näher ran. Müssen wir das wirklich? Ich will lieber zurückradeln. Na, jetzt komm schon, du ranziger Hasenfuß. Wir müssen sehen, was da los ist. Die drei pirschten sich an die Hütte heran. Gib los und fall! Schrei hier nicht rum! Du bist verrückt. Das wird dich alles teuer zu stehen kommen. Was willst du eigentlich? Hast es doch gut hier. Überleg es dir doch noch einmal. Wenn du mich freilässt, werden wir schon eine Lösung finden. Noch ist es nicht zu spät. Da gibt es nichts zu überlegen. Du wirst deine idiotische Unterwasserwelt nicht aktivieren und auch keine komischen Leuchtfische in den See werfen. Du wirst überhaupt nichts tun. Feigling, wieso hast du Angst vor einem ehrlichen Wettbewerb? Halt die Klappe! Der Schmuddelfinger-Bürgermeister ist ein Angeber. Er hat es nicht anders verdient. Schmuddelfing muss schmuddelig bleiben. Das sagt doch schon der Name. Außerdem braucht Glanzhausen das Preisgeld viel dringender. Wie lange willst du mich hier festhalten? Wenn der Wettbewerb entschieden ist, lasse ich dich sofort frei. Du bist verrückt. Die Olchi-Kinder und Vicky zogen sich am Fensterrahmen hoch und wagten endlich einen vorsichtigen Blick ins Innere der Hütte. Da drüben in der Ecke hockte Professor Brausewein auf einer Matratze. Sein rechtes Bein war mit einer langen Kette an der Wand festgemacht.
Vor Professor Brausewein hatte sich breitbeinig ein maskierter Mann aufgebaut. Er war ein wenig rundlich, ungefähr so groß wie Brausewein, und sein Gesicht war unter einer Art Skimütze verborgen. In den Augenschlitzen seiner Maske konnte man sehen, dass er eine Brille trug. Was beschwerst du dich eigentlich? Du hast doch hier alles, was du brauchst. Zeitung, Bier und Wurstbrote. Wie in einem Fünf-Sterne-Hotel. Mit Seeblick. Schleimiger Wanzenfurz. Wir müssen Brausewein helfen. Nein, wartet. Das eine Olchikind lief zu Brausewein, packte die lange Fußkette und riss sie mit einem kräftigen Ruck aus der Wand. Das andere Olchikind fasste den Mann mit der Maske am Hosenboden und stemmte ihn in die Luft wie ein Stück Holz. Was soll denn das? Lass mich sofort runter, Kleiner! Zum Teufel! Was seid denn ihr für zwei Verrückte? Wir sind die Olchis! Wir haben alles mit angehört! Gut gemacht! Mit euch habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Setz ihn ab! Nun hört mal, das war doch alles nur Spaß. Auch Erwachsene spielen manchmal, wisst ihr. Schöner Spaß. Er hat mich im Labor mit Pfefferspray bedroht und dann hier eingesperrt. Pfefferspray? Was ist das denn? Aber nein. Also, das war doch alles nicht ernst gemeint. Du hattest es doch gut hier, oder? Sogar Schokolade hab ich dir gebracht. Ich pfeif auf deine Schokolade. Wo ist das Pfefferdings? Der Ganove fummelte ein kleines Sprayfläschchen aus der Hosentasche. Hier. Hey, lass mich auch mal probieren. Ja, du lieber Himmel. Ihr werdet Bauchweh kriegen von dem Zeug. Wir kriegen nie Bauchweh. Nee. Was sollen wir jetzt mit ihm machen? Er soll seine Maske abnehmen. Wir wollen doch endlich sehen, mit wem wir es zu tun haben. Und dann holen wir die Polizei. Kaum hatte der Maskenmann das Wort Polizei gehört, stürzte er Hals über Kopf zur Tür. Er stieß Vicky zur Seite und rannte los, so schnell er konnte. Muffelfurzteufel! Wir schnappen ihn! Nein, lasst ihn laufen. Ich will keine Schlägerei. Ich will nicht, dass noch mehr passiert. Alles okay? Claro, geht schon wieder. Sie sahen den Maskenmann am Ufer entlang rennen und im Gebüsch verschwinden. Kurz darauf raste ein schwarzes Schlauchboot über den See. Er fährt nach Glanzhausen. Können Sie die Polizei anrufen? Hab kein Telefon hier. Das mache ich später. Jetzt bin ich erst mal heilfroh, dass ich wieder frei bin. Die Olchis erzählten Brausewein, dass sie den Mann schon einmal gesehen hatten. Dass er in Schmuddelfing jede Menge Unheil angerichtet hatte und nun dringend gesucht wurde. Und weil er dir so ähnlich sieht, meinen alle, dass du das Phantom bist, das Schmuddelfing verschmuddelt. Genau. Ach du meine Güte, das hat mir gerade noch gefehlt. Ja, man sucht sie überall. Alle sind total nervös. Was für ein Schlamassel. Dann wird es höchste Zeit, dass wir alles aufklären. Ich habe so eine Ahnung, dass diese Sache noch nicht vorbei ist. Der Typ hat sicher noch was vor. Heute ist die letzte Nacht vor dem Wettbewerb und ich glaube, wir müssen die Augen offen halten. Ich habe ein bisschen Angst um meine schöne Unterwasserwelt. Olchimama hatte von der ganzen Aufregung nichts mitbekommen. Sie lag bäuchlings auf einer bequemen Liege und hatte die Glubschaugen geschlossen. Karin, die Wellness-Expertin, verteilte gerade 5 glatte, angewärmte Kieselsteine auf ihrem Rücken. Olchimama gefiel das sehr. Eine Massage mit heißen Steinen dient dem Abbau von Gift- und Schlackenstoffen. Sie stimuliert die Meridiane. Staubige Sumpfwurzel. Der gesamte Organismus wird stabilisiert. Olchimama verstand kein Wort, fühlte sich aber muffelwohl. Überhaupt war diese Saunalandschaft das Krötigste, das sie seit langem erlebt hatte. Es tat so gut, wenn sich jemand liebevoll um einen kümmerte. Jetzt legte Karin ein weiches Handtuch über Olchimama, nahm eine Flasche Öl und begann, ihr die kleinen Olchifüße einzureiben. Eine Fußmassage nimmt die Spannungen und Blockaden. Ist es Fahrradöl? Nein, wir verwenden hier naturreines Mandelöl.
Sie sind übrigens der erste Olchi, dem ich eine Massage geben darf. Gehen Sie morgen auch zum Fest? Na klar, hab extra ein neues Kleid dabei. Wie schön. Bin gespannt, wer den Wettbewerb diesmal gewinnt. Alle sind ja ziemlich aufgeregt. Drüben in Schmuddelfing ist der Teufel los, habe ich gehört. Mir egal. Beim Läuserich. Ich bin zur Erholung hier. Da haben Sie recht. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen anschließend eine kleine Ernährungsberatung geben. Auch das noch? Ernährung ist bei mir überhaupt kein Problem. Haben Sie Gewichtsprobleme, Unverträglichkeiten, Allergien? Mir schmeckt alles, was auf dem Müllberg ist. Ich kann nur nichts Frisches vertragen. Von Frischzeug bekomme ich bunte Flecken. Oh, Sie haben eine frische Allergie. Das ist aber selten. Was tun Sie denn gegen Ihre Flecken? Da hilft immer Stinkerkuchen. Ich kann dir gern das Rezept geben, wenn du willst. Was für ein Kuchen ist das denn? Geht total einfach. Sägemehl, Matschbrühe, ein paar Gräten rein und fertig. Wenn er schön verbrannt ist, schmeckt's besonders krötig. Hört sich ja super an. Sowas wollte ich immer schon mal probieren. Möchten Sie danach noch eine Pediküre? Muss ich probieren. Wie schmeckt das denn? Als sie wieder in Schmuddelfing waren, verabschiedeten sich die Olchi-Kinder von Vicky. Sie musste zurück zum Schloss radeln, wo ihre Tante auf sie wartete. Die Olchi-Kinder gingen mit Brausewein zum Hotel. Für den Professor gab es jetzt eine Menge zu tun. Erst einmal wollte er Frau Bürgermeister sein Verschwinden erklären. Danach muss ich mich um die Leuchtfische kümmern. Die lagern im Bootshaus, wo auch die kleinen U-Boote sind. Die künstlichen Fische haben einen Fernsteuermechanismus mit kleinen Akkus, die alle einzeln aktiviert werden müssen. Und Herrn Schnorrhahn muss ich auch noch informieren. Er muss unbedingt den Einstieg zur Unterwasserwelt überwachen. Ich fürchte, der Ganove wird sich daran zu schaffen machen. Er wird alles auf eine Karte setzen, denn er hat nicht mehr viel Zeit. Heute Nacht wäre für ihn die letzte Gelegenheit, die Unterwasserwelt zu sabotieren. Du heiliger Nebensack! Lieber Herr Professor! Wo waren Sie denn so lange? Sie werden es kaum glauben. Dann erzählte ihr Professor Brausewein die ganze Geschichte seiner Entführung. Und sie hat man für das Phantom gehalten? Ich habe gleich gewusst, dass das nicht wahr sein kann. Natürlich nicht. Was für eine verrückte Idee. Aber sagen Sie, wer ist denn der Schurke? Haben Sie ihn erkannt? Leider nein, er hat sich mir nicht vorgestellt. Ich weiß nur, dass er eine runde Brille trägt, so wie ich. Er hatte ja immer diese komische Skimütze auf. Ich rufe mal Ewald an und Herrn Schnorrhahn. Elisabeth nahm ihr Telefon und informierte Ewald und anschließend Herrn Schnorrhahn. Auch Brausewein sprach mit dem Polizisten und erklärte ihm in knappen Worten das Wichtigste. Ich fürchte, der Ganove wird noch einmal zuschlagen. Wir sollten heute Nacht unbedingt den Eingang zum Unterwasserhotel bewachen. Gut, einverstanden. Wir legen uns zusammen auf die Lauer. Ich habe bereits einen Verdacht, wer der Täter sein könnte. So? Wer denn? Darf ich nicht sagen. Bin noch in den Ermittlungen, aber mal sehen, ob sich mein Verdacht bestätigt. Vielleicht können wir ihm heute Nacht das Handwerk legen. Nach Einbruch der Dunkelheit war es soweit. Ein Schlauchboot der Polizei lag am Ufer bereit. Schnorrhahn und Brausewein hatten es sich auf zwei großen Steinen neben dem Bootshaus bequem gemacht. Der Polizist hatte ein Fernglas dabei, mit dem er den See und das Ufer absuchte. Immer mal wieder warf er einen Blick auf die Glasröhre drüben am Steg. Noch tat sich nichts Verdächtiges. Ein schwitzender Jogger trabte die Promenade entlang und hin und wieder fuhr ein Auto vorbei. Kurz nach Mitternacht zog Brausewein einen Schokoriegel aus der Tasche. Möchten Sie auch? Nein, danke. Ich stehe nicht auf Süßkram. Wird langsam Zeit, dass sich was tut. Frischer Wind war aufgekommen, aber trotzdem war die Nacht angenehm warm. Eine dunkelgraue Ratte huschte knapp an ihnen vorbei und verschwand unter dem Bootshaus. Widerlich. Diese Viecher sind wirklich überall. Tja, Ratten wird's immer geben. Am Ende werden sie uns alle überleben. Brausewein ekelte sich vor diesen Viechern. Schon bereute er ein bisschen, dass er mitgekommen war.
Wie schön wäre jetzt sein gemütliches Bett da drüben im Hotel. Elisabeth hatte ihm für die Tage bis zum Fest eines ihrer besten Zimmer gegeben. Stattdessen hockte er hier bei den Ratten herum und wartete auf seinen Entführer, der nicht kommen wollte. Und den er eigentlich am liebsten sowieso nie mehr sehen würde. Er kommt nicht. Wir sollten die Sache abbrechen. Ah, aber da kommt jemand anderes. Hallo, hier sind wir. Habt ihr schon was entdeckt? Was wollt ihr denn hier mitten in der Nacht? Wir wollen auch dabei sein, wenn das Phantom endlich gefangen wird. Das hier ist kein Kinderspiel. Geht sofort zurück ins Hotel und legt euch in eure Betten. Wir haben keine Betten. Wir haben nur eine Matratze. Das ist mir sowas von egal. Ihr stört uns hier. Das ist eine Polizeiaktion und ich möchte nicht, dass uns hier kleine, neugierige Kinder in die Quere kommen. Denn, Moment, wo ist mein Fernglas? Ein Schlauchboot. Das könnte er sein. Hier, Professor, schauen Sie. Gut möglich. Es ist ein einzelner Mann an Bord. Wir sehen ihn auch. Irgendwie sieht er komisch aus. Ich glaube, er hat einen Taucheranzug an. Ach du meine Güte. Der wird doch nicht... Na, das werde ich mir ansehen. Ich fahre da mal raus. Aber ihr bleibt alle schön hier. Nein, ich komme mit Ihnen. Ja. Und wir? Was sollen wir machen? Die Olchi-Kinder überlegten einen Moment. Dann wussten sie, was zu tun war. Kurz entschlossen flitzten sie ins Bootshaus. Sie schnappten sich noch einmal eines der kleinen U-Boote, starteten den Motor und glitten ins Wasser. Rostige Sumpfassel! Lass den Scheinwerfer aus, sonst sieht uns der Taucher gleich. Aha. Im Stockdunkeln nahmen sie Kurs auf die Seemitte. Wenn der Taucher tatsächlich die Unterwasserwelt beschädigen wollte, konnten sie vielleicht das Schlimmste verhindern. Die gläserne Röhre fanden sie sofort wieder. Sie schalteten auch den Motor aus und ließen das U-Boot lautlos nach unten gleiten. Jetzt tauchten wieder die runden Hotelkabinen vor ihnen auf. Und als sie näher kamen, sahen sie auch das Phantom. Der schwarze Mann kniete auf einer der Kabinen. In der Hand hatte er ein merkwürdiges Gerät. Schlapperschlammlappen, was tut er denn da? Er hat eine Bohrmaschine. Er will das Hotel anbohren. Mach den Scheinwerfer an. Man sah, wie der Taucher erschrak, als ihn der Lichtkegel des Scheinwerfers traf. Er paddelte los und versuchte, sich am künstlichen Riff hinter einer Plastikkoralle zu verstecken. Doch die Olchis ließen ihn nicht aus den Augen. Beim Kröterich, wir kriegen dich. Los, wir steigen aus und schnappen ihn. Aussteigen? Das ist keine gute Idee. Das Wasser ist scheußlich nass und total sauber. Na und, es muss sein. Ich schnapp mir den Mann und du machst schnell die Bohrlöcher wieder zu. Los, komm, halt einfach die Luft an. Das eine Olchi-Kind entriegelte die U-Boot-Klappe und drückte sie nach oben. Sofort strömte Wasser herein, doch da waren die Olchis auch schon draußen. Das andere Olchi-Kind schwamm hinüber zur angebohrten Hotelkabine. Nur zwei Löcher hatte der Taucher geschafft zu bohren, doch das war schon schlimm genug. Das Wasser schoss in einem dünnen, kräftigen Strahl in die Kabine, sodass der Fußboden bereits vollständig überschwemmt war. Kurz entschlossen zog das Olchi-Kind sein T-Shirt aus und stopfte es mit dem Daumen kräftig in die Löcher. Jetzt waren sie abgedichtet. Inzwischen hatte das andere Olchi-Kind drüben bei der Koralle den zappelnden Taucher am Kragen gepackt. Der Mann ließ seine Bohrmaschine fallen und versuchte mit aller Kraft, das Olchi-Kind abzuschütteln. Doch er hatte keine Chance. Die kleine Olchi-Hand hielt ihn umklammert wie ein Schraubstock. Nach einer Weile gab er erschöpft auf und ließ sich ohne Gegenwehr nach oben ziehen. Schnurrhahn und Brausebein saßen im Polizeiboot und starrten aufs Wasser. Verdammter Mist! Neben ihnen lag das Schlauchboot des Tauchers. Vor ein paar Minuten war er vor ihren Augen im dunklen See verschwunden. Und jetzt saßen sie da, glotzten auf die dunkle Wasserfläche und konnten nichts tun, außer zu warten, dass er wieder auftauchte. Sehen Sie! Die beiden Männer trauten ihren Augen kaum. Da drüben schwamm das eine Olchi-Kind und zog den schwarzen Taucher neben sich her. Beigräbenfurz, ich hab ihn! Aber das ist ja unglaublich! Was machst du denn hier? Ich bring dir das Phantom, das siehst du doch! Meine Güte, aber warst du vielleicht da unten? Wie kommst du denn hier ins Wasser? In dem Moment tauchte auch das zweite Olchi-Kind auf.
Es spuckte einen kräftigen Schwall Seewasser über das Polizeiboot. Gott sei Dank, er hat das Hotel angebohrt. Ich habe es aber wieder zugestopft. Was für ein Wahnsinn! Schnorrhahn packte den Taucher am Arm und zerrte ihn ins Boot. Dann zog er ihm rasch die Taucherbrille vom Gesicht. Ha! Herr Reusinger! Hab ich's mir doch gedacht, der saubere Bürgermeister von Glanzhausen. Reusinger saß da wie ein begossener Pudel und starrte mit grimmiger Miene vor sich hin. Wie bitte? Der ist ein Bürgermeister? Tja, leider ist das wohl so. Erkennen Sie Ihren Entführer wieder? Na, jetzt fühlt ihr euch gut, was? Na klar, ich erkenne diese Stimme. Ist das zu fassen? Der Bürgermeister von Glanzhausen ist mein Entführer. Er ist auch einer, der Schmuddelfing verwüstet und einer, der anscheinend gerne nagelneue Hotels kaputt macht. Habt mich doch alle gern. Wer weiß, was er da unten alles angerichtet hätte. Also, ich bin euch sehr dankbar. Wie habt ihr das nur wieder geschafft? Mit dem U-Boot. Das war gar kein Problem. Wir mussten aber leider aussteigen. Und jetzt liegt das U-Boot immer noch da unten. Naja, ist nicht so schlimm. Das holen wir schon wieder hoch. Was heißt, ihr habt ein U-Boot genommen? Es sind neue kleine U-Boote für die Hotelgäste. Sie sind ein Teil der Überraschung. Wir haben so eine Fahrt schon mal gemacht. Neulich mit Vicky. Wie bitte? Die kleine Vicky war auch schon mal mit euch da unten im See? Ja, aber es hat ihr gar nicht gefallen. Sie hatte total Angst und viel zu wenig Luft. Oh, du meine Güte, was sich die Kinder heutzutage alles trauen. Wirklich erstaunlich. Also, als ich jung war, da haben wir noch mit Bauklötzen gespielt. Schnurrhahn hatte Reusinger vorübergehend festgenommen. Obwohl er kräftig protestierte, musste der Bürgermeister von Glanzhausen den Rest der Nacht auf einer Pritsche auf der Schmuddelfinger Polizeiwache verbringen. Brausewein schlief in seinem weichen Hotelbett so glücklich und entspannt wie schon lange nicht mehr. Die beiden Olchi-Kinder hatten sich im Müllhäuschen an ihre schlafende Mama gekuschelt. Sie wunderten sich ein bisschen, warum sie so schrecklich nach Kräutern und Mandelöl stank. Und an ihrer Knubbelnase waren ein paar merkwürdige bunte Flecken. Aber die Olchi-Kinder waren heute so müde, dass ihnen das alles ziemlich egal war. Am nächsten Morgen, noch vor dem Frühstück, informierte Schnurrhahn, Ewald und Elisabeth, dass der Übeltäter jetzt endlich gefasst war. Elisabeth rief sofort Crescentia an und kurz darauf trafen sich alle auf der Polizeiwache. Tante Crescentia hatte Vicky mitgebracht und auch Professor Brausewein war gekommen, zusammen mit den beiden Olchi-Kindern. Olchi-Mama war wieder im Hotel geblieben, denn heute war ihr letzter Tag. Sie wollte unbedingt noch die Gesichtsmaske aus Heilschlamm ausprobieren, die ihr Karin empfohlen hatte. Denn am Abend bei der Wahl zu Miss Schmuddelfing wollte sie unbedingt entspannt aussehen. Na, da haben wir ja eine ganze Versammlung. Zuerst einmal will ich mich bei den Olchi-Kindern für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken. Dank ihrer Hilfe ist es mir gestern Nacht gelungen, unser Phantom, Herr Reusinger festzunehmen. Der Bürgermeister von Glanzhausen saß müde und unrasiert auf einem Stuhl. Du alter Querkopf, was bist du doch für ein Schurke. Immer machst du mir Ärger. Na, da bin ich gespannt, wie du uns das alles erklären wirst. Aber bitte keine Presse. Ich will nicht, dass man das alles an die große Glocke hängt. Hab schließlich einen Ruf zu verlieren. Ihren Ruf haben Sie schon längst verloren. So, und nun will ich ein astreines Geständnis hören. Alle Augen waren auf Reusinger gerichtet. Der saß da, die Arme verschränkt und mit finsterer Miene. Ja, ich gebe zu, ich habe Brausewein entführt und ihn im Labor mit Pfefferspray bedroht, mit gefesselten Händen ins Auto gesetzt und zur Fischerhütte gebracht. Er hat mich eingesperrt und angebunden wie einen Kettenhund. Aber ich habe ihn gut behandelt.
Ich wollte doch nur, dass er seine Fische und die Unterwasserwelt nicht aktivieren kann. Woher wussten Sie überhaupt davon? Das war doch ein Geheimnis. Ach was, sowas kann man nicht geheim halten. War ja eine ganz schön große Baustelle dort am See. Dort hatte ich Brausewein gesehen und bin ihm heimlich zu seinem Labor gefolgt. Dort habe ich ihn dann beim Basteln der Leuchtfische beobachtet. Ich habe ihn doch nur entführt, weil Glanzhausen den Wettbewerb unbedingt gewinnen muss. Das wissen wir inzwischen. Was haben Sie uns sonst noch zu sagen? Na ja, die Anschläge in Schmuddelfing habe ich nicht allein, sondern mit zwei Komplizen verübt. Mit Fritz Wanzinger und Josef Mauerhofer, zwei Freunde aus dem Kegelclub. Ich hatte ihnen mal günstige Baugrundstücke verschafft. Und sie waren mir noch etwas schuldig. Aber sie haben mit der Entführung nichts zu tun. Sie haben mir nur bei der Schmuddelfing-Verschmutzung geholfen. Diese Halunken, um die werde ich mich auch noch kümmern. Das wird dich teuer zu stehen kommen. Es tut mir alles so leid. Ich sehe ja ein, dass ich zu weit gegangen bin. Ich bin auch bereit, Herrn Brausewein zu entschädigen. Na, da bin ich aber mal gespannt. Das ist ja auch das Mindeste. Was haben Sie uns allen für Ärger gemacht? Und alles nur wegen des Preisgelds. Das Geld sollte doch für das Glanzhausener Schwimmbad sein. Es muss nämlich dringend renoviert werden, sonst müssen wir es schließen. Nur dafür brauche ich das Preisgeld. Wie, das schöne Schwimmbad schließen? Aber warum denn? Ja, unsere Kassen sind leer. Die Reparaturen dort werden ziemlich teuer. Ohne Geld müssen wir das Bad dicht machen. Och, das hört sich aber nicht gut an. Gibt's da keine andere Lösung? Wir fänden es auch sehr schade, wenn euer Schwimmbad nicht mehr existiert. Auch die Schmuddelfinger benutzen es bekanntlich sehr gern. Ja, ich weiß. Wir benutzen das nie. Wir mögen nur Schlammbäder. Genau. Kannst du nicht vielleicht etwas spenden, Tante? Ich gehe doch so gern zum Schwimmen dahin. Na, wenn euch das allen so wichtig ist, dann... denk ich vielleicht mal darüber nach. Super, danke. Ewald, könnt ihr nicht eine Spendenaktion starten? Darüber könnte man nachdenken, auch wenn Reusinger von uns eigentlich keine Hilfe verdient hat. Na, das hört sich doch alles ganz gut an. Will jemand Anzeige gegen Herrn Reusinger erstatten? Auch darüber denken wir noch nach. Er soll erst mal seinen Ort der Jury präsentieren dürfen. Wir wollen doch einen fairen Wettbewerb, oder? Reusinger stand auf und streckte Ewald die Hand entgegen. Wollen wir uns nicht wieder vertragen? Du alter Gauner. Ja. Na gut. Es tut mir wirklich leid, Professor Brausewein. Ich hatte wohl den Kopf verloren. Weiß nicht, was in mich gefahren ist. Na, wie ich sehe, ist Ihr Kopf ja wieder dran. Hoffe, Sie benutzen ihn in Zukunft auch. Ja. Beim Hühnerich, du hast uns etwas versprochen. Ach ja, hab ich das? Du hast uns eine Belohnung versprochen, wenn wir den Schmuddelfing-Verschmutzer finden. Weißt du noch? Ja, stimmt. Was wünscht ihr euch denn? 100 Fischgräten. Und 10 Flaschen Fahrradöl. Ach du meine Güte, sonst nichts? Nein, das ist doch krötig. Aber du musst es gleich heute zu unserer Müllkippe liefern lassen. Als Überraschung für die anderen Olchis. Olchi Opa trinkt nämlich so gern Fahrradöl. Oh ja. Na, dann werde ich mal sehen, was sich machen lässt. Nun war es höchste Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern. Heute war schließlich der große Tag und bald würden die Preisrichter aus Gammelsberg eintreffen. Rudi Reusinger wurde einstweilen freigelassen und durfte mit dem Bus zurück nach Hause fahren, um dabei zu sein, wenn die Jury seinen Ort inspizierte. Die Gräfin wollte für die Olchis Fischgräten und Fahrradöl besorgen und ihr Butler sollte die olchigen Geschenke anschließend zum Müllberg bringen. Professor Brausewein konnte jetzt endlich die Leuchtfische in den See geben und die Beleuchtung seiner Unterwasserwelt aktivieren. Er rief auch eine Spezialfirma an, die die beiden Bohrlöcher so schnell es ging richtig versiegelte und das Wasser aus der Hotelkabine pumpte.
Elisabeth war den Olchi-Kindern unendlich dankbar, dass sie ihre Hotelkabinen vor weiterem Unheil bewahrt hatten. Höchstpersönlich lief sie in ein Klamottengeschäft und besorgte für das eine Olchi-Kind ein paar schöne neue Haarschleifen, die im Dunkeln leuchteten. Und dem anderen Olchi-Kind kaufte sie ein nagelneues rotes T-Shirt. Es sah genauso aus wie das alte Olchi-T-Shirt, das unten im See in den Bohrlöchern steckte. Ewald ging ins Rathaus, um sich auf seine Festrede vorzubereiten. Zufrieden sah er, dass an den Ständen am Marktplatz schon jede Menge Betrieb war. Es duftete nach Bratwürsten und Zuckerwatte und die Bierfässer waren bereits angezapft. Überall hingen bunte Luftballons, die Fahnen waren gehisst und auf einem großen Transparent stand in roten Buchstaben 700 Jahre Schmuddelfing. Schmuddelfing leuchtet. Von Reusingers fiesen Aktionen wollte er den Gammelsberger Juroren nichts berichten. Das würde sie sicher beeinflussen. Und so etwas hatte er nicht nötig. Er kämpfte schließlich mit fairen Mitteln. So ist's recht. Dann kann's ja endlich losgehen. Punkt 14 Uhr war es endlich soweit. Die Preisrichter waren angekommen und nahmen als erstes Glanzhausen unter die Lupe. Die Jury bestand aus zwei Männern und zwei Frauen aus dem Gammelsberger Gemeinderat. Der Vorsitzende hieß Herr Zahlberger, ein freundlicher älterer Herr in einem schicken hellen Anzug mit blauem Einstecktuch. Na, dann wollen wir uns das Ganze mal ansehen, lieber Herr Reusinger. Bürgermeister Reusinger erklärte dies und das, machte auf besonders gelungenen Blumenschmuck aufmerksam oder zeigte auf schön gestaltete Vorgärten. In den Schaufenstern der Geschäfte hingen Schilder, darauf stand: Glanzhausen glänzt. Alle Mülleimer am Straßenrand waren poliert und die großen Hausmülltonnen hatten die Kinder der Grundschule bunt bemalt. Unten am Seeufer waren die Lampen mit bunten Girlanden und Glitzerzeug dekoriert. Alles war blitzsauber. Und nirgendwo lag auch nur das kleinste Fitzelchen Abfall herum. Richtig, ganz prächtig. Da haben Sie sich ja mächtig ins Zeug gelegt. Ja, man tut, was man kann, nicht wahr? Auch die anderen Jurymitglieder waren sehr angetan vom ordentlichen Glanzhausen. Als sie ihren Rundgang beendet hatten, gab es auf dem Rathausplatz für alle ein Gläschen Sekt. Liebe Jury, ich hoffe, unser schönes Glanzhausen hat Ihnen gefallen. Ich habe diesmal keine Mühen... Ja, ich meine, wir alle hier haben keine Mühen und Kosten gescheut, unseren Ort von seiner besten Seite zu präsentieren. Alles wirklich sehr schön. Nur eines ist mir aufgefallen, Ihr Schwimmbad. Dieses vergammelte Gebäude ist nun wahrlich kein Schmuckstück. Ich meine, könnte man das nicht vielleicht noch verbessern? Aber selbstverständlich. Unser Bad wird demnächst renoviert. Das ist bereits geplant. Dafür wollen wir das Preisgeld verwenden. Im Anschluss fuhren die Preisrichter mit der Fähre hinüber nach Schmuddelfing. Dort wurden sie von Herrn und Frau Bürgermeister und Professor Brausewein begrüßt. Die Ortsbesichtigung begann am Rathausplatz. Genau wie in Glanzhausen schritten sie auch hier die Straßen ab. Schön, schön. Wirklich sehr, sehr schön. Von Reusingers Sabotageakten sah man keine Spuren mehr. Alles war in letzter Minute repariert und frisch gestrichen worden. Auch das Denkmal von Hieronymus Schmuddel war geputzt und sah aus wie neu. Das bisschen Taubendreck oben auf dem Kopf störte nicht. Schmuddelfing macht mir insgesamt einen recht fröhlichen Eindruck. Wir haben ja auch gerade unsere 700-Jahr-Feier. Ich hoffe doch, Sie feiern heute Abend mit uns. Das Kinderkarussell drehte sich lustig und die Schultheatergruppe hatte gerade ihre Märchenaufführung beendet. Allen Juroren schien es sehr zu gefallen. Als sie mit der Besichtigung fast fertig waren, genehmigten sie sich an einer der Buden eine Bratwurst. Eine Entscheidung ist diesmal wirklich nicht leicht. Beide Orte haben sich große Mühe gegeben. Schwer zu sagen, wer diesmal der Sieger ist. Wir hätten da noch eine Überraschung. Bitte begleiten Sie uns zur Seepromenade. Na, jetzt sind wir aber gespannt. Ein paar Minuten später standen sie staunend vor der gläsernen Röhre am See. Was ist das denn?
Ein Kunstwerk, nehme ich an. Ja. Wenn ich Sie denn hier hinüber bitten darf. Professor Brausewein öffnete die runde Glastür. Er übernahm jetzt die Führung, denn es war ja im Grunde sein Projekt und seine Erfindung. Etwas zögerlich betraten die Preisrichter die Röhre und gingen hindurch bis zum Lift. In der kleinen Kabine hatten nur zwei Personen Platz, daher fuhr Brausewein die Jurymitglieder einen nach dem anderen nach unten. Fast lautlos schwebten sie zum Grund des Sees und als letztes folgten Ewald und Elisabeth. Der Professor führte sie durch die Räume des hochmodernen Unterwasserhotels. Unglaublich! Das ist ja wie in einer Raumstation! Den anderen Jurymitgliedern hatte es vollkommen die Sprache verschlagen. Die futuristischen Schlafkabinen betrat man durch verschiedenfarbige Röhren. Obwohl man sich hier 100 Meter tief im kalten See befand, war es in den kleinen runden Zimmern angenehm warm und gemütlich. Nur eines war ein wenig feucht und der Teppichboden war eigenartig wellig. Wir hatten hier leider einen kleinen Wasserschaden. Schnell führte Brausewein die Gruppe weiter zum Frühstücksraum, in dem 100 künstliche Kugelfische an der Decke hingen. So was habe ich noch nie im Leben gesehen. Warten Sie ab, es kommt noch besser. Brausewein blieb am runden Fenster stehen und betätigte eine kleine Fernbedienung. Sehen Sie, wenn Sie mal schauen wollen. Es funktioniert. Die Lichter gehen an. Das lange Korallenriff und die künstlichen Steine, Muscheln und Wasserpflanzen strahlten plötzlich in allen Regenbogenfarben. Drüben am Schiffswrack war ein ganzer Schwarm leuchtend bunter Fische aufgetaucht. Sehr exotisch. Sind die Fische alle echt? Brausewein schmunzelte und drückte wieder auf die Fernbedienung. Seine Glitzerfische machten eine rasche Kehrtwendung und wechselten ihre Farbe von hellgrün auf knallrot. Jetzt schwammen auch noch schillernde Quallen vorbei, gefolgt von einem lebensechten Oktopus mit langen Fangarmen, einem eleganten Rochen und einer rosarot leuchtenden Riesenschildkröte. Seit wann gibt es denn rosa Schildkröten? Ja, da habe ich wohl ein wenig übertrieben. Der Professor drückte schnell eine andere Taste. Wie aus dem Nichts tauchte eine Nixe mit langen Haaren auf, schwamm ganz nah ans Fenster heran und winkte. Oh, wirklich dekorativ. Wie im Märchen. Unglaublich. Ein bisschen kitschig vielleicht, aber ich mag Kitsch. Und das haben alle Sie gebaut? Ja, unser Professor ist ein echtes Genie. Gratuliere, liebe Frau Bürgermeister. Dann hoffen wir, dass es Ihren Gästen auch gefällt und die Kabinen immer ausgebucht sein werden. Vier kleine U-Boote umkreisten jetzt das Hotel und in jedem saßen Männer und Frauen, die wirklich täuschend echt aussahen. Sind die auch künstlich? Aber nein, das sind meine Angestellten. Die Mini-U-Boote stehen unseren Gästen ebenfalls zur Verfügung. Wie originell. So, ich denke, nun haben wir alle genug gesehen. Jetzt wollen wir wieder nach oben ans Tageslicht. Als sie wieder draußen am Ufer standen, zog sich die Jury kurz zur Beratung zurück. Na, Ewald, gibt's schon ein Ergebnis? Nur Geduld, sie beraten sich noch. Ach, der Herr Reusinger ist auch da. Wie gut, dann können wir gleich das Ergebnis verkünden. Die Jury ist sich einig, der Preis geht diesmal an Schmuddelfing. Ja. Vielen Dank, das freut uns sehr. Na dann, gratuliere. Hättest dich eben bei den Vorbereitungen mehr anstrengen müssen. Nur einer kann der Gewinner sein. Und diesmal war diese unglaubliche Unterwasserwelt das Zünglein an der Waage. Ja, schon recht, schon recht. Das hatte ich befürchtet. Ach, du meine Güte. Wen haben wir denn da? Fliegenschiss und Olchifurz. Wann geht denn die Misswahl endlich los? Laut Programmplan in einer Stunde. Oh, worauf warten wir noch? Ich bin längst startklar.
alle zusammen gingen sie in Richtung Marktplatz, wo Brausewein später auch sein super Feuerwerk zünden wollte. Reusinger lief hinter den anderen her. Vielleicht konnte er später mit Ewald noch ein Bier trinken. Jetzt, wo der Wettbewerb vorbei war, warteten neue Aufgaben, zum Beispiel die Renovierung des Glanzhausener Schwimmbads. Und wenn er Ewald für eine Spendenaktion gewinnen wollte, dann musste er sich ein wenig Mühe geben. Vor allen Dingen musste er sich mit ihm wieder gut vertragen. Inzwischen war das Stadtfest in vollem Gange. Tante Crescentia und Vicky standen an der Bude mit den Süßigkeiten und futterten gebrannte Mandeln. Neben ihnen standen die Olchikinder und rümpften ihre empfindlichen Knubbelnasen. Leime, Schlamm und Käsefuß! Oh, schau mal, wer da ist! Drüben am Karussell war der Drache Feuerstuhl gelandet. Was für eine Aufregung! Sofort wurde er von Schmuddelfinger-Kindern umringt, denn alle wollten seine schuppige Drachenhaut anfassen und seine feuerheiße Nase streicheln. Olchi Oma, Olchi Opa und Olchi Papa hüpften von Feuerstuhl zurück. Olchi Papa hatte einen selbstgebastelten Kinderwagen dabei. Er legte Olchi Baby hinein und bahnte sich einen Weg durch die Menge. Hallo, Stinkerlinge! Witziger Rattenschwanz, schön, euch wiederzusehen. Du bist doch die Frau Grätin, oder? Wenn Sie die Frau Gräfin meinen, ja, die bin ich. Oh, allerkrötigsten Dank für das Geschenk. Die Fischgräten waren sehr wundervoll. Und das Fahrradöl war auch ganz besonders. Na, wie schön. Das habt ihr den Olchi-Kindern zu verdanken. Die haben sich das gewünscht. Ich denke, sie haben euch eine ganze Menge zu erzählen. Wieso? Was war denn los? Nicht viel. Es war alles total entspannt hier. Woher hast du die bunten Flecken auf deiner Nase? Spatzteufel! Die kommen wohl vom Wellness. Dass man von sowas Flecken bekommen kann, habe ich nicht gewusst. Selber schuld. Zu Hause wäre dir das nicht passiert. Die Frau Bürgermeister hatte allen Olchis Lose für die Tombola geschenkt. Und Vicky und die Olchi-Kinder hatten eine ganze Handvoll Chips für das Karussell bekommen. Obwohl sich Vicky für das Kinderkarussell ein bisschen zu alt fühlte, fuhr sie dann doch mit den Olchi-Kindern 25 Runden. Und alle hatten einen krötigen Spaß dabei. Drüben an der Bühne bereitete man sich jetzt auf die Misswahl vor. Wirklich nette und hübsche Mädchen standen da. Alle waren fein herausgeputzt und versuchten, den allerbesten Eindruck zu machen. Olchi Mama hatte sich einfach zwischen sie gestellt. In ihrem blauen Mülltütenkleid war sie wirklich etwas ganz Besonderes. Leider konnte ihr Singen und Tanzen die Jury nicht überzeugen. Aber am Ende gab man ihr einen Sonderpreis für das originellste und mutigste Kostüm. Olchi Mama war überglücklich und Olchi Papa gab ihr einen dicken Schmatzer auf die Knubbelnase. Inzwischen war es dunkel geworden. Man sah die Schmuddelfinger-Schulkinder lustiges Leuchtkonfetti herumwerfen. Einige hatten sich an den Buden hellgrün leuchtende Schuhbänder gekauft. Alles nagelneue Erfindungen von Professor Brausewein. Für ihn war es jetzt höchste Zeit, das Feuerwerk zu zünden. Bitte halten Sie den Der Schnurrhahn stand daneben, tat sehr geschäftig und forderte alle auf, den nötigen Sicherheitsabstand einzuhalten. Liebes Publikum, es ist soweit. Hier sehen Sie die Königin aller Feuerwerksraketen. Neben ihm stand ein baumstammdicker Feuerwerkskörper. Er war stabilisiert durch drei rote Heckflossen und sah sehr beeindruckend aus. Achtung, es erfolgt nun die elektronische Zündung. Na, hoffentlich fliegt ihm das Ding nicht um die Ohren. Professor Brausewein zog seine Fernbedienung aus der Tasche, trat drei Schritte zurück und drückte feierlich auf eine Taste. Doch nichts passierte. Hat Reusinger etwa auch die Rakete sabotiert? Das wäre ja wohl der Gipfel. Oh, alles kein Problem. Ich kann sie auch auf die übliche Weise zünden. Manuell. Professor Brausewein lieh sich von Herrn Schnurrhahn ein Feuerzeug und hielt es an die Lunte. Endlich hob die Rakete majestätisch ab. Sie zog einen gleißenden Feuerschweif hinter sich her
brannte eine leuchtende Spur in den abendlichen Himmel und explodierte schließlich. Rote Leuchtkugeln zerbarsten in unzählige silberne Funken, die die stolze Zahl 700 in den Nachthimmel schrieben. 700 Jahre Schmuddelfing. Schmuddelfing leuchtet. Wir sind der schönste Ort am See. Ja. Und jetzt singen wir unser Olchi-Lied. Ah, Fliegenschiss und Olchi-Futsch, das Leben ist doch viel zu kurz. So schön ist unser Schmuddelfing, da freut sich jeder Stinkerling. Stinkerling in unserer Stadt, wir werden alle Olchis satt. Grätenfuchs und Hühner ich, hier lebt man wirklich königlich. In Schmuddelfing ist man geboren, hier gibt's keine großen Sorgen, hier ist jeder gern daheim. Kann das Leben schöner sein? Jetzt wurden die Gewinner der Tombola-Lose gezogen. Olchi-Mama, Olchi-Opa und Olchi-Oma hatten leider nur Nieten. Und die Olchi-Kinder hatten ihre Lose längst aufgefuttert. Aber Olchi-Papa freute sich. Oh, beim rattigen Schlammlappen. Ich hab was gewonnen. Was für ein Glück. Auf seinem Los stand die Nummer 700. Das war der erste Preis. Und was hatte Olchi-Papa gewonnen? Ein langes Wochenende im Hotel mit Behandlungen bei Karin im Wellnessbereich. Schiss und Olchi-Fuchs, das Leben ist doch viel zu kurz. Wir lieben Stick und Schlamm und Schleim, das Leben kann nicht schöner sein. Wenn wir Schinkerbrühe trinken und in Waschlöchern versinken, fühlen wir uns muffelwohl. Das Leben ist doch wundervoll. Muffelfurz und Müllbergschlecker, Abfall schmeckt doch wirklich lecker. Schleime, Schlamm und Käsefuß, das Leben ist ein Hochgenuss. Schleime, Schlamm und Käsefuß, das Leben ist ein Hochgenuss. Das war ein Hörbuch von Oetinger Audio.